Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi. Heute wieder mit mir Banks, mit dem Micha. Hi. Und mit der Kim. Hallo. Ja, mal wieder heute eine ganz bunt gemischte Truppe, so wie immer. Fangen wir mal mit ein bisschen was Leichteren an. Wie war denn so eure Woche? Ganz nett eigentlich. Ganz nett. Ich mag Südkorea, nur nicht als, als Schreibthemen, ist mir aufgefallen. Ja, zumindest nicht, wenn es so oft vorkommt, ne? Jeden Tag ein Thema, juhu. Kriegst du schon so Fieberträume von Südkorea? Nee, aber ich habe tatsächlich Bock, jetzt langsam mal dahin zu fliegen und mir das Land mal wieder anzugucken. Das ist doch positiv also, eigentlich. Ja, das soll ganz klasse. Schön sein dort. Bestimmt. Bestimmt? Das hört sich so ja, vielleicht an. Naja, es hat mich zumindest dazu getrieben, dass ich mich mal durch die K-Pop-Szene durchgewühlt habe und festgestellt habe, oh, mir tun die Ohren weh. Das war jetzt vielleicht nicht die beste Idee. Ja, das habe ich danach dann auch gemerkt. Ja, ich habe so das Problem mit K-Pop, dass die sich so über den Daumen geschert irgendwie so alle gleich anhören. Also die sehen doch alle irgendwie gleich aus. Ja, das sowieso. Also das. Jetzt kriegen wir bestimmt wieder Rassismusvorwürfe. Aber nein, so meine ich das. Wir sprechen ja nicht von den Koreanern an sich, wir sprechen von K-Pop-Gruppen. Und die kannst du wirklich in Würfelbecher schütteln und sie rauskippen und ich könnte die nicht unterscheiden. Die aber, mal, alle, aber jetzt mal ganz ernsthaft, ich weiß, warum es beliebt ist. Ich meine, ich wollte gerade sagen, die meisten Damen, dass sie auf solche Herren stehen, kann ich nachvollziehen. Und die Frauen sehen auch nicht hässlich aus. Also. Die berechnen doch auch immer ganz genau so, was gerade an Trends da in Korea ist und so. Also es wird doch echt so Maß auf die Industrie geschneidert. Ja, also da wird richtig viel Geld reingesteckt. Also es ist hartes Business sozusagen. Ich finde es schön, wie wir in Japan-Podcast sind und über Korea sprechen. Ja, momentan schreibe ich ja auch wirklich jeden Tag über Korea. Das ist nicht mehr zum Aushalten. Touché. Ich meine, Japan und Korea kappeln sich. Ah, kann man dir nicht mal Eimerchen und Schaufelchen geben und dann haben wir nicht Ruhe? Aber nein. Die müssen mal auf die stille Treppe. Das wäre eine tolle Idee. Ja, und wie war denn eure Woche? Oh ja, Begeisterung pur, nicht wahr? Ich kann eigentlich nicht klagen. Ich habe bloß einen mordsmäßigen Sonnenbrand. Oh. Yay, ja. Es ist etwas komisch zu sitzen gerade. Wie kannst du einen Sonnenbrand bekommen, wenn du die ganze Zeit am Schreiben bist? Ja, weil ich, während ich nicht schreibe, draußen ganz fleißig bin und Gartenzäune anstreiche und abschmürge. Und ich dachte, so naiv wie ich bin, dass es gestern ja so schön bewölkt war bei uns, obwohl es ziemlich heiß war. Ich kann mit einem Tanktop rausgehen. Naja, jetzt sieht's rechts und links auf der Schulter so hummerfarbend aus. Oh. Ja, ich gehe von weiß gleich zu Hummer über. Ich werde nicht braun. Aber naja. Ach, du Scheiße. Okay. Noch ein Grund mehr drin zu bleiben und Videospiele zu spielen. Nein, noch ein Grund mehr drin zu bleiben und Fusumikai zu schreiben. Ja, ich wollte das jetzt schön reden. Da gibt's nichts schön zu reden. Bei Sumikai nicht, nein, badums. Und wir haben uns natürlich auch alle toll auf den Podcast vorbereitet. Zwinker, zwinker. Ja, also ich schon, weil wie es bei dir steht, Micha, weiß ich ja nicht. Micha, was ist denn bei dir los? Ja, Micha. Was soll bei mir los sein? Ich komme vor lauter Schreiben zu nichts mehr anderem momentan. Ja, vor lauter Dann holst du dir wenigstens keinen Sonnenbrand. Ich hole mir generell keinen Sonnenbrand. Ich bin ein, ich lebe nur drinnen, Kind. Kellerbräune. Nein, ich habe da doch tatsächlich eine Wohnung, die ist ein bisschen höher gelegen. Kommt da manchmal auch Licht rein? Wenn ich die Vorhänge aufmache, bestimmt. Hast du noch nicht ausprobiert bisher, ne? Ich weiß nicht. Ich fand das immer so, das sieht so kompliziert aus. Komplizierte Sachen sind nichts für mich, das lassen wir mal lieber. Bei meinem Glück reiße ich die Bude ab. Aber okay, wollen wir doch mal lieber zum ersten Thema kommen, weil ich glaube, das ist jetzt nicht so interessant, wie ich mein Zimmer einreiße oder beziehungsweise meine Wohnung. Also wenn du es durch Vorhänge schaffst, schon. Aber du hast recht, sollten wir mal lieber mit was Interessanterem anfangen. Glaube ich auch. Ja, wir hatten ja letzte Woche so schön über das Thema Anime-Streaming gesprochen und was es für wunderbare legale Möglichkeiten gibt. Aber wir hatten ja auch schon gleichermaßen das Thema, dass es halt auch illegale Möglichkeiten gibt, hinter die ja Japan mittlerweile ziemlich massiv hinterher ist und das auch gar nicht lustig findet. Und die Regierung denkt ja jetzt über sogenannte Stoppschilder bei so Piraten-Webseiten nach, damit die Leute da gar nicht erst draufgehen. Sie haben sich übrigens von Deutschland abgeguckt. Ja, ich hatte es so gesehen und dachte, das gibt's doch auch so vom Amerika, da gibt's doch dieses fette FBI-Schild oder irgendwie so. Also ich hatte das mal, dass ich... Ach stimmt, das ist ja auch noch da. Ja, da, wenn man so auf das alte Kinox damals gegangen ist, nur so aus Interesse halber natürlich, da gab's dann halt dieses FBI-Symbol. Interesse halber.
Nein, ich würde das, du siehst ja, dass es gesperrt ist und ich dachte mir, Alles so für Kino. Recherchezwecke, ist klar. Ja, jedenfalls wollen sie Stoppschilder verwenden. Allerdings ein bisschen anders als das, was Zensursenat sich damals bei uns ausgedacht hat. Zensur sind das ja geil. Ja, so hieß sie doch Hast du das zum damals. ersten Mal gehört? Ja, ich wusste das nicht. Echt Entschuldigung. nicht? Oh Mann. Nein, also Zensursenat wollte ja generell, dass diese Stoppschilder kommen. Und das ist natürlich ein Eingriff in den Datenschutz, weil dazu müsste ja dann Traffic überwacht werden. Und Japan macht das ganz schlau, weil da ist es natürlich auch ein Eingriff in den Datenschutz. Deswegen müssen die User erstmal sagen, ja, wir möchten gerne, dass uns so Sachen angezeigt werden. Was natürlich auch jeder machen wird. Natürlich. Das ist also super durchdachte Maßnahme, finde ich. Ist klasse. Ja, ich möchte gerne bitte einen Hinweis dafür bekommen, dass ich gerade etwas Illegales tue. Ich weiß nicht. Bitte warne mich vor und wenn du schon dabei bist, kannst du auch gleich die Polizei anrufen. Danke. Ja, wobei wahrscheinlich gibt es dann so, ach, wie nennt man das? Man möchte gerne Gangster, die sich dann so voll cool finden, so, yo, ich hab auf Ja gedrückt und hab dann diese Warnung gekriegt und trotzdem eiskalt ignoriert. Ich bin so hart, yay. Wie war das? War das nicht eine Auszeichnung irgendwie für einen Rapper, wenn er von der Polizei einmal festgenommen wird? Das ist wahrscheinlich dann in Japan der neueste Schrei. So die ganzen bösen Hip-Hopper, die dann die Warnschilder ignorieren. Also machen die alle so Screenshots, so, yo, ich bin so hardcore. Da muss man sich mal die Warnschilder anschauen mit so Anime-Figuren drauf. Man denkt sich so, ja, ihr seid schon sehr hart. Die sind voll niedlich, wobei ich bin mir nicht mehr sicher, weint das kleine, das ist so ein, ich weiß nicht, ist das ein Flughörnchen oder so? Ja, Sieht das ist irgendwie aus so wie wie ein ein Hamster. Ich weiß nicht, es verwirrt mich auch. Irgend so eine Weint es oder Kreuzung lacht zwischen. es? Es weint tatsächlich. Ach so, weil Aber die da steht Schriftzeichen hahaha. drumherum, wollte ich gerade sagen, sieht aus wie hahaha, deswegen bin ich jetzt Nee, verwirrt. nee, es weint tatsächlich. Oh. Ja. Das wäre mir egal. Es ist aber auf jeden Fall Also. sehr, sehr lustig, weil auf die Idee muss man halt auch erstmal kommen. Bitte stimmt doch zu. Allerdings ist es so, es gehen Experten tatsächlich auch davon aus, dass sie damit nicht wirklich durchkommen werden. Ich meine, zugegeben, davon würde jeder mit ein bisschen vernünftigem Menschenverstand ausgehen. Und es wird wahrscheinlich trotzdem so weit kommen, dass es dann solche Seiten automatisch gesperrt werden von der Provider-Ebene aus. Dabei wird eigentlich festgerechnet. Das Ganze jetzt ist wahrscheinlich nur wieder so ein typisches Ablenkungsmanöver nach dem Motto, wir probieren mal was, aber ne, wenn das nicht klappt, dann haben wir halt einen Grund und drücken das Große jetzt durch. Und das wäre halt massiv, weil damit würde der gesamte Internet-Traffic ja überwacht werden. Aber weißt du, woran es mich jetzt ganz hart erinnert, weil ich da gerade so drauf gekommen bin? An diese, sind sie schon 18 Schilder? Ja, nein. Diese Selbstüberwachung auf Ach Seiten, so, wo ja, man der einfach nur Knopf. Ja, nein drücken muss. Ich glaube, das ist genauso effektiv. Oder sie machen es halt wie in England, ne? Ja, Perso-Nummer oder? eingeben, bitte. Ja, na gut, das musst du ja bei uns hierzulande nur bei Bestellungen ab 18 machen, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe keine Ahnung. Ja, Ganz ich. ehrlich, wenn ich irgendwas für 18 bestellen will, dann gehe ich in den Sexshop. Oh, Oder zum okay, und hier beenden wir die heutige Verkaufsautomaten. Folge. War schön mit euch, Leute. Bis nächste. Nein, aber ich habe so einen lustigen Nein, DHL-Boten, der auch gerne mal Pakete aufreißt. Da bin ich mir nicht so sicher. Das lassen wir lieber nachher. Also ich meine, die ganzen Pressesachen kommen ja an, aber wenn das so ein Spielzeug ist, befürchte ich, das wird er mitnehmen. okay, also oh, ja. seltsamer Bote. Ja, Jetzt sehr weiß ich, warum seltsam. ich nie Pakete von dir kriege. Ja, ich befürchte, ja. Egal. Das könnte man jetzt auch falsch interpretieren in der Hinsicht, dass er dir irgendwie Nein, für Sachen oh, schickt. thanks. Okay. Nein, aber ich musste tatsächlich mal, ich glaube, ich hatte über Amazon ein Spiel bestellt und da musste ich halt auch irgendwie meine Nummer angeben, weil es halt auch ab 18 war. Da musste ich das zertifizieren und Naja, auf jeden Fall ist es halt so eine Sache, wenn der Internet-Traffic halt komplett überwacht wird, dann ist es halt natürlich auch Tür und Tor geöffnet für andere Nutzungsmöglichkeiten seitens der Regierung. Und wir wissen ja, Japan ist ja bekanntlich in manchen Dingen ein bisschen pingelig. Von daher keine so gute Idee. Aber ja, sie das. wollen halt den Content schützen. Ist ja auch irgendwo verständlich, weil ich meine, Anime und Manga ist nun mal eine Industrie und das sogar eine ziemlich große mittlerweile. Wenn auch nicht mehr so eine tolle, wie man ja mittlerweile auch feststellen darf, aber naja, der Rubel rollt da halt ordentlich und das will man halt schützen. Deswegen, liebe Kinder, also die, die uns zuhören, ne, es gibt keine Grauzone, generell alles, was nicht lizenziert ist, zu schauen, ist illegal. Ich So, finde es ja damit. toll, dass du jetzt Kinder ansprichst, nachdem du vorher über Sextoys geredet hast, aber gut. Ja, mein Man muss doch Gott. alle Zielgruppen erreichen, nicht wahr? Genau. Ne, so ist das. Und du weißt doch, immer wenn du über ganz schlimme, schmutzige Dinge schreibst, ne, dann
Gut, rennen die Frauen auf Klo und schreiben sich's auf und die Männer schlafen, sind auf einmal wach, aber ist eine andere Geschichte. Du weißt doch, was das Zauberwort ist, ne? Bitte? So ähnlich, aber mit einem T. Oh. Oh, ah, Oh. ich dachte, es sind zwei Tees in Bitte. Ich hab's Aber jetzt hey, auch gerafft. darüber könnten wir rein theoretisch reden. Immerhin hat sich ja bei dem T auch irgendwas getan, ne? Ja, hatten wir ja letztes Mal eine News drüber, ne? Ja, das Ich wette, die die. wurde auch oft angeklickt, oder? Also ich sag mal so rum, ja, vorsichtig ausgedrückt, sie ging online und die Seite ist dann im wahrsten Sinne des Wortes explodiert. Ich sag War ja, mir das klar. Zauberwort mit T. Vielleicht sollten wir die Leute mal aufklären, worüber wir eigentlich gerade reden. Ich finde sie nur gerade nicht. Moment. Wurde ja Also, veröffentlicht vorgestern oder so. ja, ich glaube, aber wir veröffentlichen so viel. Ja. Moment, dauert ein Es paar Sekunden. ging um Brüste. Das Wort ist zwar jetzt nicht mit T, aber es ist wahrscheinlich klar, um was wir Das gemeint haben. genau, und Nettere zwar, ach nee, Moment, das ist auch nicht richtig. Hä, wo ist Wort. es? Und er sucht immer noch, während Ja, wir ich, einfach so sprechen. viele Da, Artikel da. über Brüste, das. Ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Und zwar hat ein Dessous-Hersteller in Japan festgestellt, dass die Brüste der japanischen Frauen nie größer als jetzt waren. Großartig. Ja, damit haben wir jetzt jede Wissenslücke gestopft. Wir können mit dem Podcast aufhören. Ab sofort wisst ihr alles. Ich fand es ja eigentlich interessant, dass jemand so freundlicherweise runtergeschrieben hatte, weil immer der Eindruck entsteht, dass Japanerinnen kleinere Brüste haben, weil es an der Körbchengröße von den BHs liegt, aber die sind einfach nur so super komisch geschnitten. Und das kann ich sogar bestätigen, weil ich eine Bekannte in Japan habe und die meint, sie hätte so gerne einen ganz normalen BH. Ohne Schnücke, Schnacke drumherum, aber ah ja, es ist halt irgendwie ein Vorurteil, was immer noch besteht, wo es ja bewiesen jetzt ist, dass es gar nicht so ist, ne? Wobei, mich interessiert es jetzt auch nicht so schön Gut, für die und Frauen in da wir das Japan. Thema jetzt angesprochen haben, kommen wir dann mal zu was anderem, würde ich vorschlagen, nicht? So schneller Themenwechsel, nachdem du es gesucht hast. Ja, sehr schneller Themenwechsel, aber mich interessiert das Thema ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe die News auch nicht gelesen, deswegen kann ich gar nicht so viel darüber erzählen. Nee, es ist einfach nur rausgekommen, dass halt die Brüste von Frauen einfach mit der Zeit jetzt größer geworden sind und so groß sind wie nie. Also, so viel Neues kann man Am eigentlich, glaube ich, nicht häufigsten waren sagen. C- und D-Körbchen, irgendwie sowas. Ja, irgendwie so. Wobei das, glaube ich, weltweit irgendwie ein Trend ist, wenn man das so vorsichtig sagen kann, dass das halt Liebe sich so entwickelt. Männer, keine Sorge, die gute Banks wird sich jetzt an einen Artikel dann die Tage ransetzen, wo sie dann über die Größe des Geschlechts, ne, spezifischen Stück schreibt. Ja, und jetzt machen wir dann doch mal ein anderes Thema. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Aber gut. Ja, danke. Die Zuhörerzahlen sind Danke. jetzt hoch genug, dann können wir jetzt über was anderes reden. Juhu, es klappt doch immer wieder. Ach, schön. Nee, aber manche Leute interessiert das ja halt. Uns war wahrscheinlich weniger Kommen alle. wir doch mal zu einer anderen Sache, die sich in Japan gerade ändert, und zwar der sogenannte Bon-Tanz. Kennt wahrscheinlich nicht jeder. Der Bon-Tanz, das ist, oder das Bon-Ori, oder wie heißt das, ne? Bon-Odori. Bon-Odori, genau. Das ist ein Tanz mit geschichtlichen Hintergrund, der mittlerweile jeden Sommer gefeiert wird. Das ist so ein, ja, Volksevent. Man klatscht halt in die Hände, dreht sich ein paar Mal und so weiter. Also so. Wer Karate Kid, ich glaube, drei oder zwei kennt, der sollte ihn eigentlich auch kennen. Und er wird halt in der Regel traditionell natürlich von Volksliedern begleitet. Aber das ändert sich mittlerweile. Denn mittlerweile versuchen die Veranstalter mit Pop- und Anime-Musik die Menschen anzuziehen, damit halt jeder angesprochen wird, egal welches Alter oder Nationalität oder wie auch immer. Und ja, das wird sehr gut angenommen. Ich finde das Ja. eigentlich eine coole Idee, wobei es mich ein bisschen verwirrt, dass unter anderem YMCA gespielt wurde, weil damit verbinde ich irgendwie einen anderen Tanz. Also, Also, oder why, Living on a why? Prayer von Bon Jovi, Ich das wollte gerade fand ich sagen, auch. YMCA finde ich eigentlich toll, aber warum gerade Bon Jovi? Das muss Alle? doch nicht sein. Also bitte. Das ist Nee, so weil ich jetzt. vintage. Ich finde das eigentlich ganz cool, die Idee. Ich finde diesen Tanz auch sehr cool. Ich hatte da letztens so ein Video geschickt bekommen mit so Kindern, die das tanzen. Das ist ja eigentlich ganz ein. Eigentlich sieht es ganz einfach aus, aber wahrscheinlich ist es super schwer. Nee, gar nicht, Aber überhaupt nicht. es ist doch cool, dass man da versucht, so ein bisschen mehr Vielfalt reinzubringen und zu Also dann. sagen, hey, wenn ihr das cool findet, dann können wir es doch für alle machen. Also das Schöne ist eigentlich, dass sie damit tatsächlich wirklich jeden ansprechen. Und beim Bon-Tanz ist es so, das war jetzt auch in Shibuya, da sind haufenweise Touristen auch dabei gewesen und die wurden halt einfach, ne, ihr seid da, okay, kommt, überhaupt mitmachen und eigentlich in der Hinsicht eine super schöne Veranstaltung, weil man feiert halt einfach und da sind dann auch Sprachbarrieren völlig egal.
man hat halt Spaß, ne? Genau, das ist so das Ding, man hat halt Spaß. Das ist eine coole Aktion, auf jeden Fall. Ne, Und und vor ich allem, wenn man meine, halt auch internationale Sachen anspielt, die kennt halt jeder, ne? Also bei japanischen Volksliedern, ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht, da bin ich jetzt nicht so affin. Aber halt, wie ich gesagt, ein paar kenne ich, aber das reicht dann auch. ich kenne nur diesen das Sakura-Lied. Ich weiß gar nicht, ob das der einfache Name nur ist, Sakura oder. Ja. Aber auf jeden Fall in Nagano bei dem diesjährigen Tanz wird dann der Titelsong von Neon Genesis Evolution gespielt. Oder Evangelion. Wie Evangelion, oh komme ich eigentlich Gott. mal auf Evolution? Ey, das ist ja fürchterlich. Das machst du jedes Mal falsch, Ja, ich aber. weiß, ich bin da schlimm drin. Aber na, jedenfalls wird der da gespielt und oh Gott, ich finde es eine Das ist schöne Idee. bestimmt cool. Ich mag den Song, also von daher. No? Hat auf jeden Fall was. Etwas Cooles, ja. Also wie gesagt, ich finde es wahnsinnig cool, dass man da so ein bisschen offener mit umgeht und halt versucht, mehr Leute mit anzusprechen. Wenn es halt keinen der Parteien stört, dass man das halt ein bisschen moderner macht, weil es gibt ja Menschen, die durchaus Also in davon. der Regel stört das eigentlich tatsächlich nur die extremen Japan-Fans. Da ist es dann Wie halt können so, Sie nur? ja, genau, sie, oh, einfach was ändern, oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wie kann Japan nur? Wie kann Japan nur modern werden? Ja. Das Einzige, was ich mir jetzt gerade so lustig vorstelle, weil ich gerade so daran denken muss, so Volkslieder, wie würde das mit Rammstein aussehen? Tanzen da lauter Japaner dazu? Ja, Oder okay. hier das, was gerade so populär ist, so Mumble Rap, kennt ihr das? Nee. Nee. Da wird im Prinzip die ganze Zeit nur so gemurmelt als Rap und ich finde Achso, das so. ehrlich gesagt ziemlich lächerlich, Also, aber. den einzigen Rap, den ich in letzter Zeit gehört habe, war so ein komischer Aldi-Rap. Was? Alles zum Aldi-Preis. Das war total dämlich. Und dazu so ein Bond? Nee. Nee. Aber Also, Rap-Musik bestimmt auch, warum denn nicht? Hat einen schönen Beat, kann man bestimmt hey, machen, also. in Japan gibt es eine sehr interessante Rap-Szene, muss man ganz. Also, fernab von den typischen US-Rap-Gedöns, gibt es da sehr, sehr gute Künstler. Muss man Ich ganz muss ehrlich zugeben, sagen. ich weiß nichts über die japanische Rap-Szene. Die ist auch gar nicht so bekannt an sich, oder? Nicht in unseren Breitengraden. Ja. Bekanntlich haben ja auch sehr viele Experten oder sind sehr viele Japan-Experten der Meinung, es gibt gar keinen Hip-Hop in Japan. Ja, da musst du aufpassen. Hip-Hop und Rap ist nicht unbedingt dasselbe, Es gibt beides nicht in Japan, sagen wir es halt mal so. ne? Nein, aber es gibt, also die Szene ist nach Amerika tatsächlich eine der größten. Und das Schöne ist halt, fernab von den üblichen Mainstream-Gedöns, hast du da sehr soul-lastige Musik. Also, ich mag sie sehr gerne. Ich höre das tatsächlich öfters mal. Ich höre also auch mal ab und zu den einen oder anderen Song. Also man muss halt wirklich danach suchen. Du findest das halt nicht so offensichtlich, wenn du Also, nicht weißt. wenn ihr nach was Interessantem suchen wollt und dann dazu noch spaßig, dann sucht nach Shingo und am besten Osaka ab. Der Song ist einfach klasse. Wobei Osaka musste ich mir. Hatten wir nicht mal irgendwie auch so einen Artikel zu rappenden Omis aus Osaka, die da auch so Ja. ein Werbevideo gemacht haben? Das war ziemlich cool. Ja, aber ist das doch nicht zu vergleichen mit Ja, Shingo. natürlich, aber ich wusste gerade, weil du sagtest Osaka, und ich so, wir hatten noch mal rettende Omis aus Osaka. Ja, eigentlich eine ziemlich coole Sache, aber tat mir auch nach zweimal hören die Ohren weh, wenn ich ehrlich bin. Naja, man muss ja nicht alles gut finden, man muss es ja auch nicht zu Tode spielen. Aber trotz allem, dazu könnte man bestimmt auch toll tanzen. Zu guter Musik kann man immer toll tanzen. Ja, das sowieso. Ja, das andere macht ja auch keinen Sinn, zu schlechter Musik tanzt ja keiner. Na, ich sollte gar nicht tanzen. Ich löse mal mittleres Erdbeben aus. Lassen wir das mal lieber. Oh, komm. Ich leide am Homer-Simpson-Syndrom. Einmal die Wampe in Bewegung, die hört nicht mehr so schnell auf. Nee, 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 okay, ja. Versuchen wir mal ein bisschen ernster heute zu werden. Zwinker, zwinker. Nein, wir haben tatsächlich ja auch ein ziemlich ernstes Thema. Und zwar wurde ja der 74. Jahrestag des Atombombenabwurfs auf Hiroshima und Nagasaki Gedacht. gedacht. Danke, das Wort habe ich gesucht. Feiern wir jetzt fehl am Platz. Ja, es Richtig. ist immer. Und da haben beide Bürgermeister aus beiden Städten natürlich wie üblich, also im Prinzip wie jedes Jahr, sich gegen Atomwaffen ausgesprochen. Und in diesem Jahr haben sie ziemlich deutlich, und zwar beide tatsächlich gesagt, dass Japan sich den Atomwaffenverbotsvertrag der UN anschließen solle. Was allerdings gleich, also im Prinzip eine Stunde später, von Japans Premierminister Abe verneint wurde, also sprich, kommt nicht Die Tüte. ja genau, kommt nicht in die Tüte. Und er sagte halt nur, ja, Japan wird halt ein hartnäckiger Vermittler zwischen den Atomwaffenstaaten sein und so weiter. Also, das ist so mal wieder so eine typische
Nein, wir brauchen Atomwaffen, weil Atomwaffen sind gut. Ich finde es halt so sehr befremdlich, dass das einzige Land, das mal wirklich die Konsequenzen und Folgen von Atomwaffen am eigenen Leib erfahren musste, nicht konsequent dagegen ist. Beziehungsweise man muss ja sagen, die Bevölkerung ist ja wirklich größtenteils dagegen, aber halt, dass die Regierung sich immer noch dagegen ausspricht, die zu verbieten. Das ist schon sehr befremdlich, oder? Ja, Ja. es, Also, also ich es ist schon, glaube. es ist schon definitiv befremdlich. Entschuldigung. Aber ich denke, es ist ein bisschen hart, wenn man sagt, dass Japan sagt, Atomwaffen sind supi-dupi toll. Man muss ja bedenken, dass erstens Japan Verbündeter mit vielen Atomwaffenländern ist, also USA, China, Südkorea. Also, wenn man da jetzt so sagt, so, Atomwaffen sind böse und wir wollen jetzt alle abschaffen, könnte das natürlich erst zu Streitigkeiten führen. Und zweitens ist ja Japan durchaus für Atomwaffen, nicht weil sie toll sind, sondern weil sie halt doch sehr große Angst vor Nordkorea und China haben. Also sie setzen sie ja mehr als Schutz ein, als zu sagen, hey, wir schmeißen die jetzt irgendwo rauf. Ja, aber wenn man es mal ganz genau nimmt, also sagen wir es mal so, als Abschreckungsmittel und so weiter, dass Japan das politisch gesehen dadurch als Schutzmaßnahme sieht, kann man durchaus verstehen. Aber ich glaube auch, es geht halt Japan vor allem darum, bei den Großen mitzuspielen. Das merkt man momentan, jetzt kommt wieder mein Lieblingsthema an Südkorea. Bing, bing, bing. Ja, ich glaube auch, ich muss mir mal hier so Glas hinstellen, immer wenn ich Südkorea sage, dann Geld reinschmeißen. Aber es ist halt so, dass man halt ganz stark merkt, dass Abe so die Politik der Stärkeren verfolgt. Und zwar wirklich ohne mit der Wimper zu zucken und schon gar nicht, ja, im Prinzip Kopf durch die Wand und alles andere ist völlig egal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man kann auf Atomwaffen verzichten. Warum sollte man denn nicht eigentlich eine generelle Abrüstung beschließen? Wofür braucht man Atomwaffen? Natürlich, Gott, ist die eigentlich nur für haben. einen Schwanzvergleich auf gut Deutsch. Ja, das ist eben das Problem. Und es gibt doch genug andere Waffen auf der Welt, die ganz schön wehtun können. Ja, ich wollte gerade sagen, man kann sich halt auch anders verteidigen. Hinzu Das kommt, wenn wir doch mal ganz ehrlich sind, die lieben Leute ganz oben an der Macht, die kriegen es doch eh nicht ab. Es sind doch eh immer genau die kleinen Leute, die das Ding dann im Vorgarten liegen haben. Sorry, wenn ich das so lasch sage, aber es ist ja nun mal so. Ich wäre eigentlich dafür, wir machen das so wie im Mittelalter. Jeder kriegt ein Schwert und dann hier kommt, da habt ihr eure Spielwiese. Wer als letztes noch steht, der hat gewonnen. Fertig. So, wäre die Sache viel humaner und wir alle hätten viel mehr Spaß dabei. Naja, Spaß Beim ist eh Zugucken, immer ein Begriff. wenn Trump da mit einem Schwert steht und versucht sich zu wehren, hätte ich meinen Spaß. Glaub mal. Ja, na gut, so kann man das natürlich auch sehen. Na, Ich ist glaube, doch ich könnte so. da nicht hinsehen. Ja, nee, ihr geht. Nein, aber es ist halt einfach der Punkt, man braucht keine Atomwaffen. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Ja, sie werden halt eben als Machtdemonstration benutzt. Aber wenn wir mal überlegen, wer alles Atomwaffen hat heutzutage, nee. Wir haben Amerika, wo Trump jederzeit die Kaffeemaschine mit dem Atombombenknopf verwechseln könnte. Wir haben China, die ja bekanntlich auch nicht unbedingt gerade sehr zimperlich sind, wenn es drauf ankommt. Frankreich ist, glaube ich, auf dem dritten Platz, Ja, Frankreich oder? ist auf dem dritten Platz. In Deutschland stehen ja auch ein paar rum. Jetzt nicht von uns, aber es sind zumindest ein paar da. Russland, ich sag mal ganz ehrlich, Putin traue ich auch nur so weit, wie ich ihn werfen könnte. So, Nordkorea weiß man es ja nicht genau, ob sie Atomwaffen haben. Ich befürchte ehrlich gesagt schon. Iran bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, da weiß ich nicht, wie der Stand der Dinge ist, aber es ist auf jeden Fall. Im Prinzip haben vor allen Dingen die Atomwaffen, die eh die großen Macker auf der Weltbühne markieren. Und finde ich nicht unbedingt gerade so toll, wenn ich ehrlich bin. Natürlich, also am skurrilsten finde ich ja immer noch, dass Indien sehr viele Ach Atomwaffen ja, besitzt. Indien und Pakistan, richtig, die waren ja auch Also noch drin. Pakistan, ja, macht für mich irgendwie Sinn im Sinne von, ja, ich verstehe, dass sie welche haben, aber Indien finde ich sehr skurril, dass sie so viele haben. Naja, das kommt ja wegen Pakistan, war gleich daneben. Ja, deswegen, aber es ist halt so, Indien, ja gut. Aber Kommt man nicht als mir, erstes drauf, meinst du, ne? ja, das ist, man denkt so, so Indien und dann so, ha, ja, wir haben irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie viele haben die? 6.600? Ich weiß es nicht, ich habe die Zahlen nicht im Kopf. Aber es ist einfach nur so, na, wieso hat man denn Waffen? Weil die anderen halt Waffen haben. Und wenn man gleichzeitig sagen würde, hey, wir schmeißen die jetzt irgendwie alle in eine Mülltonne, was natürlich jetzt nicht geht, aber es ist halt immer noch, man sagt, man nutzt als Argument halt immer so, der hat ja auch welche und wenn der welche benutzen kann, muss ich mich ja verteidigen, ne? Und ja, es ist so ein bisschen zu verzweifeln, weil wie soll man denn diese Leute davon abbringen? Man hat im Prinzip kein Argument dafür zu sagen, dass du anfangen sollst, weil
wer anfängt, hat ja am Ende keine und dann kann der andere immer noch sagen, hey, der hat jetzt keine, also. Nee, ich sehe da ein ganz anderes Problem. Man weiß einfach nie, wer später mal an die Macht kommt. Und dadurch kann das schon ganz schön nach hinten losgehen. Es muss nur einfach mal wirklich jemand da sein, der wirklich eine totale Klatsche hat, also noch schlimmer als Trump. Und dann Knöpfchen drücken, zack, buff, das war's. Hip, hip, hurra. Ja, aber ich meine, letztendlich wirklich helfen tut es dann auch nicht mehr, wenn du selber auch eine Atomwaffe losschickst. Nee, Das natürlich, was eskaliert kannst dann du. ja nur einen Krieg, Ja, also. natürlich, klar. Und ich sag mal so, von uns bleibt nicht mehr sehr viel übrig, wenn überall Atomwaffen niederregeln. Dann hat sich zumindest die Sache mit der Erderwärmung erledigt, weil die Natur regeneriert sich, der Mensch Gott sei Dank nicht. Aber es ist halt einfach so, es ist ein unglaublich großes Risiko. So, und ich weiß halt auch nicht, warum man sie braucht. Ich verstehe es nicht. Sie richten Ich auch massiven nicht. Schaden an, töten Millionen von Menschen schlagartig. Ja, und warum? Ja, und man muss ja sagen, diese enormen Folgenschäden. Also ich meine, Bomben töten auch viele Menschen Klar. gleichzeitig, aber dass es einfach heute noch Menschen gibt, die an Krebs sterben, der halt von dieser Atombombe damals kommt, das ist Richtig. Und ziemlich heftig. also die, sagen wir so, die Forderungen sind mehr als verständlich. Und dass man sagt, okay, Leute, tretet diesen Vertrag bei, er ist doch was Gutes. Und er ist ja auch was Gutes. Ja, natürlich. Also, sorry. Die ganzen Kriegstreiber und sonstige Machthaber, bla, die haben andere Spielzeuge, mit denen sie zu Notkrieg führen können. Das wäre, glaube ich, das kleinere Problem. Das Ja. sowieso. Also ich meine, wenn Menschen sich töten wollen, werden sie einen Weg finden. Also Ja. es gibt ja so einen schönen Film, der heißt Bunraku. Das ist zwar ein amerikanischer Film, aber halt basiert auf dieser Kunstform. Und da geht es halt eigentlich auch darum, dass man beschließt, auf der ganzen Welt alle Waffen abzuschaffen. Also es gibt nichts mehr, keine Schusswaffen, keine Bomben, nichts mehr. Und trotzdem, obwohl man eigentlich denkt, dass man endlich Frieden zwischen den Menschen irgendwie geschaffen hat, gibt es halt immer noch dieses Machtverhältnis und Menschen finden immer noch Wege, sich irgendwie umzubringen. Dann nehmen sie halt eine Gabel oder eine Axt, das ist denen total egal. Also Seit Abermillionen Jahren sind wir eigentlich dabei, uns gegenseitig umzubringen. Dass die Menschheit bis dato überlebt hat, ist eh eine reife Leistung. ich Also glaube, dass Waffen. sich manche auch einfach gar keine Gedanken darüber machen. Das sieht man ja bei diesem Eklat, den es jetzt gab mit der US-Serie This Is Us. Ja. Also du meinst, dass sich gar keiner so richtig mehr damit beschäftigt, was eigentlich die Ja, also Folgen von dass viele Nagasaki und das Fukushima Thema sind. nicht ernst genug nehmen, hat man dann schon so das Gefühl. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, in der US-Serie This Is Us, was die ja auch schon mehrmals ausgezeichnet wurde, das muss man ja sagen. Also es ist eine richtig berühmte Serie, jetzt nicht irgendeine kleine. Da wurde Nagasaki, also halt eine der beiden Städte, die Opfer von einer Atombombe geworden sind, als Nagasaki wurde da als Synonym für Zerstörung verwendet. genau. Also es geht speziell eine Szene, oder beziehungsweise es sind sogar zwei Szenen, und zwar in der ersten Staffel, in der 18. Episode, sagt einer der Hauptfiguren zu seinem Chef, dass er als Schauspieler aufhören möchte. Und sein Chef antwortet dann, wenn du das tust, werde ich nach Nagasaki gezwungen. Und dein Leben und deine Karriere beenden. Und dann gibt es in einer anderen Szene, sagt dann eben genau diese Figur, ich habe ihn Nagasaki und das ist dann, wurde übersetzt mit, oder kann man übersetzen mit, ich habe ihn ruiniert. Und das ist einfach krass. Also da muss man ganz ehrlich sagen, hätte man ein bisschen mehr Feingefühl. Feingefühl erwarten können. Es ist natürlich auch so, dass in Japan das auch genau so ausgestrahlt wurde, was natürlich noch bekloppter ist in dem Moment. Und dementsprechend regt sich natürlich Überlebende des Atombombenangriffs da auch tierisch darüber auf, weil, Ja, völlig zu Recht. ja, natürlich, es ist, also, was sich die Drehbuchautoren dabei gedacht haben, ganz ehrlich, ich würde sie gerne mal fragen. Keine Ahnung, Wahrscheinlich nichts, sonst also hätten es sie es ja ist. nicht reingenommen. Ja, oder so. Salopp, so etwas zu sagen, ist halt, und halt als Witz zu verpacken, das geht gar nicht. Ja, das ist, nee. Es gibt Dinge, Ja. die sollte man einfach nicht für irgendwas anderes verwurschteln und sowas schon gar nicht. Ach, naja, da kommen dann wieder die ganzen Leute aus ihren Löchern gekrochen und meinen, du seid doch nicht solche Snowflakes. Aber ich meine, ist ja nicht das erste Mal, dass es solche Skandale gibt. Also jetzt zwar nicht in amerikanischen Serien, aber ich erinnere mich, dass es auch mal ein japanisches Baseballspiel gab, wo die Leute dann auch irgendwie einen Banner hochgehalten haben und sowas geschrieben haben, wir bescheren euch ein zweites Hiroshima. Das war auch ein ganz großer Skandal. Die mussten sich da halt auch förmlich entschuldigen. Und ich denke, es ist wirklich ein Thema, über das man
keine Witze machen sollte, weil es sich einfach nicht gehört. Man macht nicht über den Tod von tausenden Menschen Witze. Nein, das noch ist dazu. Mir egal, wie empfindlich angeblich man deswegen ist. Es gehört sich einfach nicht. Das ist. Also wir waren halt nicht dabei, aber das heißt ja nicht, dass wir es dann verharmlosen dürfen. Das ist im Prinzip genauso wie mit unserer Vergangenheit, wo ja auch gefordert wird, das muss man jetzt auch langsam mal vergessen. Nein, muss man eben nicht. Sich daran zu erinnern, ist wichtig in meinen Augen und das darf man nicht verharmlosen. Auf keinen Fall. Was ich auch richtig traurig finde, ist, dass sicher wirklich viele, viele, viele Menschen, die diese Bombenabwürfe damals miterlebt haben und das halt überlebt haben, sich heutzutage dafür einsetzen, dass Atomwaffen abgeschafft werden, darüber aufklären. Und ich stelle es mir auch schwierig und hart vor, immer und immer wieder von sowas Schrecklichem zu erzählen. Das ist sicher nicht einfach. Und sie tun es trotzdem, um ja eine Welt zu erreichen, in denen es keine Atomwaffen mehr gibt. Und dann geht man damit so leichtfertig um. Also das ist, glaube ich, eine Ohrfeige ins Gesicht für die Menschen, die das überlebt haben und sich immer noch dafür einsetzen. Man sollte eigentlich nur vor diesen schrecklichen Ereignissen eigentlich in Ehrfurcht erstarren, wie man so schön sagt. Also man sollte da wirklich nicht anders reagieren drauf. Man muss ja mal dazu sagen, dass Deutschland sich in der Hinsicht auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Also wenn ich mich an meinen Geschichtsunterricht erinnere, da war so ein hübsches Bildchen drin mit dem Verweis, dass es 2 Atombomben gab und das war's dann. Mhm. Also in der Hinsicht sind wir, denke ich, Deutschen auch in vielerlei Hinsicht nicht aufgeklärt. Nicht aufgeklärt genug, um es so zu formulieren. Und ich habe da absolut kein Verständnis dafür. Ich finde es auch sehr schockierend, wenn denn Leute zum Beispiel auch bei uns unter der Kommentarspalte zum Beispiel zum Thema Walfang schreiben, Nuke Japan. Das ist auf der Ebene so respektlos, finde ich. Ja, wir hatten ich da kann auch. Ich kann das nicht mal entschuldigen. Also für mich sind solche Leute einfach nur Abschaum. Ja, genau. Genauso. Wenn ihr das lustig findet. Genauso halt die Kommentare, dass Japan noch ein paar Atombomben mehr braucht und so weiter. Ja. Naja, ich habe mich mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigt als Kind oder Jugendlicher. Kind ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Und ich kann es, wie gesagt, nicht anders akzeptieren. Also ich kann darüber keine Witze machen in keiner Nein, Hinsicht. Man macht darüber auch keine Witze. Und das ist halt, wie gesagt, im Prinzip gleichzusetzen mit dem, ja, man muss die Nazi-Zeit halt vergessen. Nein, muss man eben nicht. Und es gibt keinen Grund dafür, sie zu vergessen. Es ist halt wichtig, dass wir daran denken, weil es sind einfach schlimme Dinge passiert und das darf sich nicht wiederholen. Und wenn man es verharmlost oder halt eben auch tatsächlich unter den Teppich kehrt, dann wird das damit automatisch nicht besser. Auch das erlebt Japan ja momentan mit den Trostzorn halt. Das ist ja ein Schon Thema, seit das Jahren, ja. Seit Jahren eben. Und das ist halt ein Thema, das kehrt Japan seit Jahren unter den Teppich. Es gibt auch kaum Erwähnung in Schulbüchern und so weiter dazu. Also man muss dazu sagen, Trostfrauen, wer sie nicht kennt, Trostfrauen sind im Zweiten Weltkrieg Frauen gewesen aus anderen asiatischen Ländern, meistens Korea, die für japanische Soldaten herhalten mussten, damit die halt Sex haben können. Einige, ja, sie wurden gezwungen. Nicht alle. In Militärbordellen mussten die halt arbeiten. Genau, aber es waren ein paar freiwillig, aber die meisten wurden tatsächlich gezwungen. Und dieses Thema ist ein ganz, ganz großer Streitpunkt zwischen Korea und Japan. Und es ist so, also Japan drückt das Thema komplett runter. Und da gab es jetzt halt auch einen Vorfall, da hat man eigentlich gemerkt, dass, ja, wie soll ich sagen, die japanische Regierung eigentlich oder beziehungsweise auch die Menschen in Japan teilweise uns extrem ähnlich sind, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Denn es gab es läuft zurzeit in Aichi eine Kunstausstellung und da wurde eine Figur einer Trostfrau ausgestellt. Da gab es richtig heftig Kritik gegen. Und einen, der mit einem Brandanschlag gedroht hat. Wenn eben diese Ausstellung im Prinzip nicht geschlossen wird, hat mit seinen Worten ziemlich stark auch noch an Kyoto Animation erinnert. Das macht das Ganze noch ein bisschen perfider. Das ging halt so weit, dass die Veranstalter reagiert haben und tatsächlich diese Trostfrauenabteilung oder Ausstellung, Sektion, wie man das jetzt auch immer nennt, geschlossen haben. Ja, also ich muss sagen, also das Skurrile daran ist ja, dass diese Sektion, wo die Figur drin stand, die Meinungsfreiheit behandelt hat, weil da halt generell Stücke ausgestellt wurden, die vorher halt auch zensiert wurden. Und mir tun die Veranstalter halt auch so ein bisschen leid, weil sie eben versucht haben, darauf aufmerksam zu machen und es ihnen unglaublich leid tut,
dass sie diese Figur entfernen mussten, aber sie haben halt gesagt, wir können die Sicherheit der Besucher nicht garantieren und deswegen können wir halt nicht verantworten, dass diese Figur da stehen bleibt. Richtig, man muss aber auch noch was dazu sagen, bei dieser Kritik hat auch der Bürgermeister von Nagoya, oder Nagoya? Nagoya? Naja, irgendwie so. Nagoya, ja. Ja, irgendwie so. Jedenfalls hat er da auch mitgemacht und er sagte original, dass diese Ausstellung einen falschen Eindruck vermittle, und zwar den, dass Japan die südkoreanischen Behauptungen akzeptieren würde und dass die Statue die Gefühle der Japaner verletzt. Und wenn man dann mal so überlegt, ich meine, hey, ihr habt in der Vergangenheit Scheiße gebaut, um das mal ganz lapidar zu sagen, steht dazu und dann sowas, es verletzt unsere Gefühle. Ja, und wie haben sich damals die Frauen gefühlt? Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also, ich meine ja nur, war bestimmt nicht wirklich toll. Und es ist halt einfach, daran merkt man, dass auch die Meinungsfreiheit in Japan einigen Dingen einfach nicht vorhanden ist. Und allein, dass dann solche Leute hinkommen, sagen, ja, ne, wir stecken das Ding dann an und so weiter. Den Mann haben sie Gott sei Dank festgenommen. Aber das lässt halt sehr tief blicken auf, wie kaputt teilweise die Gesellschaft gerade bei solchen Themen ist, wenn es halt eben um die eigene Vergangenheit geht. Und es ist ja nun mal so, dass Japan damals Südkorea besetzt hat und die Japaner hatten grundsätzlich die Meinung, die Südkorea sind Menschen zweiter Schrägstrich sogar dritter Klasse und haben sie dementsprechend auch behandelt. Und das gesamte Thema... Es waren halt Kriegsverbrechen, kann man nicht anders sagen. Ja, es waren sehr viele Kriegsverbrechen, die da stattgefunden haben. Und es ist halt so, dass dieses Thema allgemein in Japan extrem runtergespielt wird. Und diese Figur... ist jetzt im Prinzip nur das Letzte einer langen Kette. Und das ist einfach nur schlimm. Ja, ich denke auch, dass es nicht gesund ist für die Japaner selber. Also ich finde das eigentlich sehr gesund, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen und auch sozusagen ja anzuerkennen im Sinne von sich bewusst zu sein, dass ja extreme Verbrechen in unserer Vergangenheit passiert sind. Und ich finde es auch ungemein wichtig. Also ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass wir unsere Vergangenheit verleugnen oder eben sagen, dass niemand darüber sprechen sollte. Ich kann mir diese Art von Kultur sozusagen gar nicht vorstellen, weil ja, wir so damit aufgewachsen sind. Ja, aber im Prinzip wollen das Leute bei uns ja nun mal genauso haben. Aber das Ding ist halt, wenn man es eben verschweigt und ich sag mal jetzt die Wahrheit verleugnet, wer garantiert denn, dass das dann nicht schneller wieder auftritt oder nochmal passiert. Ich bin halt der Meinung, wenn man darüber spricht und es ein Bewusstsein hat, dann kann man eher verhindern, dass man nochmal genau das Gleiche tut. Und das darf einfach nicht mehr passieren. Es ist einfach schlimm gewesen, was damals passiert ist. Und ich meine, Japan hat sich genauso wie Deutschland im Zweiten Weltkrieg mal salopp ausgedrückt nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Und diese Erinnerung darf einfach nicht verblassen. Das ist einfach auch, ich finde, mit unserer Verantwortung, also jetzt unserer Generation oder der nachfolgenden Generation, einfach auch dazu zu stehen, dass dieses Land halt einfach Scheiße gebaut hat, Menschen getötet hat, Menschen ins Unglück gestürzt hat, und es gehört halt einfach auch, ja, ich weiß nicht, ich finde halt, man muss sich nicht schuldig fühlen, wir waren ja nicht dabei, aber trotz allem gehört einfach so ein gewisse, wie sagt man, ja, mir fehlt das Wort gerade nicht. Also, wenn ich mal dazwischen sagen darf, ich glaube, was du sagen willst, ist, wir tragen nicht die Verantwortung für das, was damals passiert ist. Wir haben es nicht getan, aber wir tragen die Verantwortung dafür, dass es nicht wieder passiert. Ja, genau, danke. Unter unseren Augen, ja. Besser ausgedrückt, vielen Dank. Ich denke auch, was bei Japan halt das große Problem ist mit diesen Trostfrauen, ist einfach, dass man sehr spät damit erst angefangen hat, es aufzuarbeiten. Deutschland hatte halt, wenn man das vorsichtig ausdrücken kann, den Vorteil, dass man gleich von vornherein gesagt hat, wir wollen die Verantwortlichen dafür zur Rechenschaft ziehen. Wir wollen halt, dass das aufgeklärt wird, dass jeder sieht, was getan wurde. Obwohl man dazu ja auch sagen muss, wir hatten ja auch, ganz kurzer Einwurf, die Alliierten noch bei uns und so. Also aber wir hatten halt auch nicht so die Gelegenheit, das unter den Tisch zu kehren. Aber auch aber trotzdem ist es in Japan halt so. Stopp, wartet mal eben ganz kurz. Man muss aber auch ganz ehrlich sein, auch in Deutschland hapert das in der Vergangenheit ganz, ganz stark an der Aufarbeitung. Also wir haben zwar das Thema offenbar an. Achso, okay. Ja, dann mach du. Nein, das ist gut. Nein, ich würde eigentlich sagen, also dass Japan halt mit dem Groben halt, also mit den großen Massakern, zum Beispiel das von Nanking oder die halt die Trostfrauen, das halt wirklich große Faktoren sind, die eigentlich sofort auffallen müssen, dass die halt erst sehr spät
irgendwie überhaupt in Angriff genommen wurden, dass man da überhaupt irgendwie was getan hat. Was halt auch daran lag, dass Japan in der Hinsicht sehr schnell war, sehr schnell unterlagen und alles andere vernichtet hat. Deutschland hat das allgemein besser gemacht, aber halt so bestimmte Punkte, die sind halt auch sehr, sehr lange nicht bedacht worden, weil zum Beispiel, was sehr lange überhaupt keine Erwähnung gefunden hat, war zum Beispiel die Schwulen, die damals die Nazis auch verfolgt haben, einfach weil man halt damit im Prinzip weitergemacht hat. Und ich glaube, erst Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres haben diese Leute tatsächlich eine Entschädigung gekriegt, auch die, die praktisch im Nachhinein dann von der DDR und so verfolgt wurden. Und das muss man sich erstmal vorstellen, dass erst vor so kurzer Zeit man diese Leute praktisch anerkannt hat und gesagt hat, hey, ihr seid praktisch von einem Knast in den anderen gekommen, bloß für das, was ihr seid. Und ja, das zeigt, ich meine, das ist der Aspekt, was ich damit zeigen will, ist, Es, dass nee, je nee. nachdem, wie spät es erst aufgearbeitet wird, desto schwieriger ist es für die Leute auch zu akzeptieren. Aber Weil viele auch auch. in Deutschland halt gesagt haben, hey, das ist schon so lange her, damit müssen wir doch jetzt nicht mehr anfangen. Das ist doch Aber wir Blödsinn. haben teilweise auch sehr spät erst angefangen, das tatsächlich aufzuarbeiten, weil wir hatten das nach dem Krieg das Problem zum Beispiel, dass halt sehr viele von den auch höherrangigen Nazis tatsächlich auch in der Politik gelandet sind. Und ich weiß jetzt nicht genau, welcher Kanzler oder Bundeskanzler das war, der gesagt hat, man kann sie nicht jagen oder sondern man muss sie nutzen oder irgendwie so dem Dreh. Ich habe es leider nicht ganz im Kopf, tut mir leid. Und so solche Sachen. Und selbst die Kirche damals hat auch schon mitgefordert, dass halt die Nazi-Verfolgung aufhören. Also sprich, wir sollten da vielleicht auch nicht Ja, ganz so, ne? ich Deutschland. meinte aber im Sinne von dem Groben, was ich ja meinte. Also die ganzen Prozesse im Groben wurden ja zumindest irgendwie klar. In der hohen Politik gab es sehr lange noch Nazis, Oh gibt es ja. wahrscheinlich immer noch, die da jetzt ohne bestimmte Gruppen anzusprechen. Aber das Problem war halt, was die Alliierten damals hatten, war, es gab halt keine politische Struktur mehr in Deutschland. Und versucht mal eine neue Wirtschaft, auch so über eine neue Infrastruktur und neue Politik, wenn du niemanden mehr hast. Und im Prinzip hat man halt gesagt, dann nehmen wir halt ein kleineres Übel und probieren die dann halt später irgendwie rauszubasteln, was ja leider nicht funktioniert hat. Aber ich meine jetzt in Hinsicht von der Aufarbeitung. Wir Deutschen, wir haben halt von ziemlich früh auch damit angefangen, das in Schulbüchern zu erwähnen und zu sagen, Das hey, stimmt. wir zeigen, dass es die Alliierten haben die Leute genommen und sie durch die Lager geführt und gesagt, guck mal, das habt ihr zu verantworten, weil ihr nichts gesagt habt. Und das ist in Japan einfach nicht passiert. Die Alliierten haben das dort irgendwie gemacht, haben halt irgendwie die Größten sich geschnappt, verurteilt, wenn sie sich nicht gerade umgebracht haben. Aber so eine richtige Aufarbeitung gab es halt nicht. Nee. Und das ist das Problem, weswegen viele Japaner heute auch der Ansicht sind, man könnte das doch in Ruhe lassen, weil es ist ja schon so lange halt her, ne? Ja, es Und ist ich denke, ein. das ist ein großes Problem, dass halt, weil man den Leuten das nicht vermittelt hat und nicht gesagt hat, ihr habt diese Verantwortung, dass euch nichts dafür zu Ja, verantworten, ihr habt die Verantwortung, dass es nicht zu aber vergessen das kannst du wird. trotzdem im Prinzip nicht auf die Alliierten schieben. Im Prinzip ist es halt eben die Schuld Japans und Nein, um auch Gottes nach Willen. dem Ende des Zweiten Weltkriegs war es halt so, dass in Japan immer noch die Meinung vorherrschte, Koreaner, Menschen dritter Klasse kommen, völlig egal. Und es kam ja auch erst 1965 zu einem Vertrag, der laut Japan das alles geregelt hat. Ich kenne jetzt den Inhalt des Vertrages nicht, deswegen kann ich das nicht so hundertprozentig beurteilen. Aber jetzt zurzeit auch so die Weigerung im Prinzip, etwas dagegen zu tun, Entschädigung zu leisten, auch für die Zwangsarbeiter und so weiter, dass das, mein Gott, sorry, aber man hat die Scheiße gebaut, dann sollte man das machen. Was ich traurig finde, ist, viele Trostfrauen sagen, also die, die halt überhaupt noch leben, sagen, wir hätten gerne eine förmliche Entschuldigung. Das Ja. ist für uns das Wichtigste. Und nicht einmal das bekommen sie. Wobei auch dazu, damit also beziehungsweise für die Leute, die es halt wissen, auch da tut sich Deutschland schwer, weil wir nehmen mal Griechenland als Beispiel, da ist einiges passiert, aber das ist jetzt nicht das Thema unseres Podcasts, aber auch da müssten wir eigentlich Entschädigung leisten, was wir halt nicht tun. Es ist halt so, dass ja, wir arbeiten es auf, Japan macht es halt eben nicht. Aber im Prinzip bekleckern sich beide Staaten nicht wirklich mit Ruhm, was das Gesamtthema angeht. Dafür haben sie, also es wird einfach noch zu viel unter den Teppich gekehrt. Naja, also klar, das ist Aber es ist irgendwie halt einfach auch logisch. dieses Ding, dass eben von der Bevölkerung her Leute ankommen und dann drohen, ja, wir zünden das an und so weiter und so fort. Ich meine, wie gesagt, das kennen wir ja hier momentan leider auch. Ich finde das schon wirklich schlimm, dass man sagt, nein, aus dem Augen, aus dem Sinn, das hat bei uns nichts zu suchen und fertig, weg damit.
Also, dass man halt versucht, dann auch noch gegen die Meinungsfreiheit zu gehen, das finde ich schon echt ein starkes Stück. Ja. Na, diese Ignoranz einfach. Mhm. Also anders kann ich es jedenfalls nicht formulieren. Ja, definitiv. Und Meinungsfreiheit ist halt etwas, das, und auch, dass das enthält das Wort Freiheit. Ja, wo gemerkt, man muss Meinungsfreiheit, aber bitte hat nichts mit Beleidigung zu tun, das halten wir auch mal kurz fest. Aber es ist halt so auch, dass der Bürgermeister von der japanischen Stadt, der sich halt kritisch darüber äußerte, auch sagte, es muss ein Mindestmaß an Regulierung geben. Ich meine, tut mir leid, aber nein. Man muss in einem Staat oder wie auch immer die Menschen frei reden lassen und solange es halt eben, wie gesagt, nicht beleidigend ist und so weiter. Und gerade bei solchen Themen ist es eigentlich wichtig. Da merkt man halt eben auch, wie das Empfinden für dieses Thema in Japan ist. Es ist wie möchte er das denn bitte regulieren? Also das fand ich so absurd, diese Aussage, weil wie willst du das kontrollieren? Indem nichts mehr öffentlich gefördert wird. Also die Kunstveranstaltung ist öffentlich gefördert tatsächlich. Und für solche Veranstaltungen sollte es halt keine Förderung mehr geben. Okay, naja, das ist... Das ist ja Schwachsinn. Ja, das ist totaler Schwachsinn. Und ja, also irgendwie, es ist halt, wie soll man sagen, also schwer zu verstehen eigentlich. Das, man denkt eigentlich, wir Menschen sind so aufgeklärt, aber nee, nicht wirklich. Das ist halt sehr schade. Wenn es dann um einen selbst geht, sieht es immer irgendwie anders aus. Naja, aber kritisieren kann man natürlich volle Kanone. Okay, wir sind ja gerade jetzt... Hatte das nicht mal Albert Einstein gesagt? Es gibt zwei Dinge, die unendlich sind. Das Universum und die Menschheit. Bloß bei dem Universum ist er sich mittlerweile nicht mehr so sicher. Meinst du die menschliche Dummheit? Ja, menschliche Dummheit. Genau, die menschliche Dummheit, aber... Ne, ja. Wieso, was habe ich denn gesagt? Oh. Einfach nur die Menschheit. Ja. Aber auch die Menschheit ist leider unendlich, hat unendlich dumm. Oh, das ist so peinlich. Aber okay, komm. Wenn man das Schlussspruch sagen und sagt den falsch. Tja, herzlichen Glückwunsch. Macht aber nichts. Wir müssen Einstein nicht verstehen, wie man das Einstein versteht. Man nur wenn man MC und so weiter versteht. Und ich tue es sowieso nicht. Aber kommen wir nochmal zum anderen Thema. Lockern wir das Ganze mal auf. Und womit geht das am besten? Mit Katzen. Yay. Ja, Katzen gehen immer. Wie viele Katzenartikel hast du in den letzten Wochen geschrieben? Zu viele. Viel zu viel. Aber Katzen sind doch toll. Weniger als über Südkorea. Touché. Japan, das müssen wir ändern. Mach da was. Ja, genau. Du musst jetzt den nächsten Cent in dein Glas werfen. Ich habe doch gar kein Glas hier stehen. Mensch, lass bitte was bei eins holen. Okay, Katzen. Und zwar haben wir da einen ganz... Ich fand den Artikel eigentlich tatsächlich niedlich, weil ein japanisches IT-Unternehmen zahlt seinen Angestellten einen Bonus, wenn sie sich um ausgesetzte Katzen kümmern. Aber nicht zu Hause, sondern im Büro. Das fand ich niedlich. Ja, also ich habe den Artikel ja gelesen und dachte auch erst so, wie süß. Aber ich habe eine Frage, die tatsächlich geblieben ist. Und zwar heißt es ja, dass... als diese Firma gegründet wurde, irgendwann ein Mitarbeiter eine Katze ins Büro mitgebracht hat, weil er die auf dem Weg zur Arbeit gefunden hatte und die war halt ausgesetzt. Ja. Und dann steht da, auch andere Angestellten machten das nach und so kamen immer mehr Katzen ins Büro. Und ich habe mir einfach überlegt, also sind einfach alle irgendwann mit Katzen aufgetaucht? Oder Ich habe tatsächlich bei der Firma nachgefragt, weil ich das mal genau wissen wollte. Und er hat mir das, also der Chef oder wer auch immer mir da geschrieben hat, hat mir geantwortet, ja, es war tatsächlich so. Also es hat zuerst eben der Angestellte, der kam halt mit der Katze an, der wollte sie eigentlich abends mit nach Hause nehmen. Das hat noch nicht so ganz so funktioniert. Die Katze dachte sich, geil hier, ich bleibe jetzt. Ja, so ungefähr. Nee, sie klebte wohl irgendwo in so einem hinter Regal, da haben sie halt nicht vorbekommen. Und nach einer Zeit hat dann eine weitere Angestellte in dem Moment eine Katze mitgebracht, die eben auch vor der Tür vor dem Laden ausgesetzt worden war. Und das wurde dann halt immer mehr. Und dann haben sie halt gesagt, okay, kommt Leute, wir haben ja eh eine Verantwortung für die Umwelt, da kann man auch was für Tiere tun. Und es ist nun mal so, dass in Japan sehr viele Katzen jährlich eingeschläfert werden. Also kümmern wir uns doch um die ausgesetzten Katzen. Und die Idee auch mit dem Bonus, also es sind 5.000 Yen, das sind so ungefähr 42 Euro, die man pro Monat bekommt, für Futter und so alles Notwendige halt. Wie soll ich sagen, also ist nicht ganz uneigennützig, sondern es ist halt so, dass die Katzen natürlich dementsprechend, wie Katzen nun mal so sind, wenn sie einen PC sehen, oh, Kabel, Tastatur, ja, so ungefähr. Nein, also es ist so, sie nutzen die Katzen tatsächlich dafür, um ein anderes Arbeitsklima zu schaffen und auch, dass die Menschen
nicht immer nur über die Arbeit reden müssen. Aber wenn die Katzen irgendwas anstellen, dann gehen da halt 2-3 Leutchen hin, lösen das Problemchen, damit und da unterhalten sie sich und dadurch entsteht ein ganz anderes Arbeitsklima und eine ganz andere Art der Zusammenarbeit. 2 Fliegen mit einer Klappe, muss man ganz ehrlich sagen. Problemchen. Hey Jürgen, deine Katze hat schon wieder meinen PC gereiert. Verdammt. Ja, das war nicht schon wieder. Ich bin gerade drauf gekommen, weil ich letztens irgendwie so einen Bericht gesehen hatte, dass irgendein Streamer live beim Stream irgendwie gestreamt hat. Dann kam die Katze an, hat irgendwie rumgejammert und dann hörte man nur so ein sehr merkwürdiges Geräusch und der Stream war dann weg. Und es hatte sich im Nachhinein herausgestellt, dass die Katze in den PC gereiert hat. Okay, schön, dass wir darüber gesprochen deswegen, haben. Kommen wir mal zurück. Deswegen dachte ich gerade, weil es ist ja ein IT-Unternehmen, wenn das ihm passiert ist, das kann ja bestimmt auch passieren. Also ich möchte, glaube ich, nicht wissen, wie oft da Dinge kaputt gehen, weil Katzen neigen ja nochmal dazu, Dinge kaputt nein, zu machen. Nein, gar nicht. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil die Firma hat Absperrung im Büro installiert und hat auch wichtige, also Tastaturen und Kabel gut geschützt. Also da muss man sich keine Sorgen drum machen. Ich meinte allgemein, ich meine, Katzen schmeißen ja auch gern was runter, zerkratzen die Wände, fressen die Topfpflanzen im Büro. Also naja. Gott, ich meine, daher. Aber auf jeden Fall sind mittlerweile über 50 Katzen übrigens in dem Büro. Das ist auch schon eine ganz schöne Zahl, muss ich ganz ehrlich sagen. 50 aber, Katzen, wie viele Angestellte haben die denn? 275. Achso, na gut, dann ist es. Also es geht eigentlich noch. Und es ist halt einfach so, die finden es halt toll, es funktioniert, die Angestellten fühlen sich pudelwohl. Ich meine, gut, warum denn nicht? Und ich muss ganz ehrlich sagen, Katzen haben auch einen Vorteil. Also wenn man denken muss, ist eine Katze auf dem Schoß immer am besten. Es ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass Katzen beim Entspannen helfen und Tiere generell Arbeiten effizienter machen. Also in Deutschland sind ja Hunde mehr beliebter bei Arbeitsplätzen. Bäh. Gibt's ja auch diesen Bring deinen Hund zur Arbeit Tag. Hunde so. Stinken, Hunde sind bäh. Oh, ich mag beide Tiere. Nein. Ich hatte meinen Hund in der... Das eine sabbert mir bloß ein bisschen zu viel und das andere beißt mich eher, aber na gut, eigentlich mag ich beide. Ich hatte halt eben einen Hund an der Wade und seitdem mag ich keine Hunde mehr. Ach. Es sind ja nicht alle Hunde so. Außerdem machen Hunde Arbeit. Ich muss mich bewegen beim Hund, das will ich nicht. Ach stimmt, ja, gut, da war was. Katze holt sich selbst Fresschen. Das ist der Vorteil. Nee, was lachst du eigentlich? Geh doch mal bitte mal die Treppe mal dieses lustigen Büros runter. Einmal hoch und einmal runter und du hast dann Morgensport hinter dir. Ich finde es so schön, dass du das so sehr ehrlich zugibst. Naja, wieso? Das ist kein Geheimnis. Ich muss Sumikai leiten und ich habe doch Shia Media. Also von daher, Leute, ich habe genug Haustiere, ich habe euch. Ich würde auch fragen, wann kriegen wir denn unsere Kätzchen? Wenn ihr euch eins anschafft. Ja, werden wir auch bezahlt? Also ich habe ja gesagt, wenn Bang, ich noch einen... Bring das einfach mit ins Büro. Das hat doch auch bei der Firma in Japan funktioniert. Es gibt aber keinen Bonus, um die Katzenhaare wegzumachen. Nein, aber ich habe mir geschworen, noch 2 Katzenartikel und ich hole mir auch eine Katze. So. Das finde ich gut. Aber wie gesagt, ich finde, das ist eine wunderbare Idee, vor allem, weil es ja sehr, sehr viele Katzen schon auf den Straßen von Japan gibt. Mhm. Und es ist ja eigentlich eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Ich glaube, bloß einer hat ein Problem, nämlich der mit der Katzenhaarallergie. Ja gut, aber es wird ja im Vorstellungsgespräch gefragt, mögen sie Katzen? Und wenn da ein Katzenhaarallergie oder ein Nein kommt, ich glaube, dann dürfen die da auch nicht anfangen. Oh, stell dir mal was vor, du weißt nicht, dass es in dieser Firma Katzen gibt und du bewerbst dich und dann so, ja, schönen guten Tag, Herr Meier. Wir hatten nur noch eine Frage. Mögen sie Katzen? Und du sitzt da, oh scheiße, ist das eine Fangfrage? Ich weiß es nicht. Bei meinem Glück mit Ketchup. Ich wollte gerade sagen, bei meinem Glück würde ich sagen, ja, aber bitte nur gut durchgegrillt. Eieiei, das wäre, glaube ich, nicht so gut. Ach naja. Aber ich finde die Idee wirklich cool. Also es könnten ruhig mehr Firmen machen. Vor allem, weil wir ja auch letzte Woche darüber gesprochen haben, dass es ja jetzt mittlerweile Orte gibt oder Regionen, die halt versuchen, die Katzenpopulation ein bisschen einzudämmen und halt besser sich darum zu kümmern. Das war doch mit den Geschäften. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Stadt das war. Das war in Tokio. War das in Tokio? Ich weiß, nee, das war nicht so dunkel. Ich weiß aber auch gerade nicht mal, welchen Stadtteil, aber... Es ging ja darum, dass da so Bars und Geschäfte sich halt um die Katzen kümmern. Und das ist doch eine gute Möglichkeit halt auch, dass erstens kann man den Katzen so am besten helfen, indem man sie halt meistens kastriert, impft etc. Und andererseits haben ja die Menschen was davon, weil die Tiere geben es ja in den meisten Fällen halt auch zurück. Und das ist ja was, wie gesagt, es ist eine Win-Win-Situation. Ja, man muss dazu sagen, traurig eigentlich, dass sowas nötig ist, weil in Japan werden sehr, sehr viele Katzen ausgesetzt. Und da muss man sagen, ist dann wieder so ein Verantwortungsding. Ich meine, sorry, aber ich hole mir doch kein Tier, um das nachher wieder abzugeben. Das ist doch ein Lebewesen, kein Spielball. Ist doch Blödsinn. Und man kennt das ja aus... Ja, wobei ich schon Entschuldigung, krieg du schwer dann. Also man kennt das ja aus Anime, so die Szene, ne? Da geht man gemütlich die Straße lang und dann siehst du Kätzchen im Karton. Das ist tatsächlich, kommt sehr häufig vor in Japan.
Was ich eigentlich sagen wollte, was ich oft gehört habe, was ein Problem ist, ist, dass ja viele Wohnungen in Japan gar keine Tiere erlauben. Ja, dann hole ich mir Und aber manche erst haben recht. dann halt, weiß ich nicht, eine Katze von zu Hause und die haben dann eine kleine Wohnung, weiß ich nicht, wenn sie studieren oder keine Ahnung, einen kleinen Job haben. Und dann müssen die halt umziehen und die finden partout dann keine Wohnung, wo sie halt Tiere mitnehmen dürfen. Ja, Was macht aber man denn, ja? ins Tierheim geben? Ja, die sind ja meistens auch ziemlich voll. Und viele Leute denken meiner Ansicht nach, ja, das sind ja Katzen und Katzen kommen ja meistens in der Wildnis halbwegs selbstständig zurecht. Deswegen hat Kyoto jetzt auch ein Wildhundproblem. Ja, na gut, Schön. Hunde sind ja was anderes als Katzen, also. Ja, und Wildkatzen sind, glaube ich, auch nicht so toll. Die können also auch ich würde aggressiv mich mit werden. keinem von beiden anlegen wollen, wenn ich ehrlich bin. Nein, das sowieso nicht. Vor allem, wenn die dich beißen, ja, hoffentlich hattest du nur die letzten Tollwutimpfungen meistens. Tetanus. Oder Tetanus, je nachdem. Nein, aber es ist halt einfach so, natürlich, klar, wenn man umziehen muss und so weiter, aber es gibt immer Möglichkeiten, Tiere abzugeben. Und da soll man sich halt im Vorfeld darum kümmern. So einfach ist das. Die Verantwortung trägt man halt. Ich meine, Das sowieso, also ich wollte Katze. bloß darauf hinweisen, dass das manche Leute halt doch wahrscheinlich mit schwerem Herzen tun und nicht, weil sie Ja, Katzen scheiße finden auf nein, nein, einmal. nein, natürlich kann ich das durchaus nachvollziehen, dass man das mit schwerem Herzen tut, aber man tut sowas nicht. Man setzt keine Tiere einfach aus und damit fertig. Das ist so das Nein. Weihnachtsphänomen, was wir auch immer in Deutschland haben, ne? Ach, jedes Jahr dasselbe. Eben. Oh Gott, ein Tier macht Arbeit. Hu, Oh Gott, das hat jetzt Junge gekriegt, weil wir zu doof zu kastrieren sind. Oh hu, Gott, das Tierchen ist ja größer geworden. Das hätten wir jetzt nicht ahnen also ganz können. ehrlich, eigentlich können viele Kinder froh sein, dass ihre Eltern keinen Rappel bekommen haben, nachdem sie geboren worden sind. So, Überraschung, damit haben wir jetzt aber nicht gerechnet. Bitte wieder Das wird zurückgestopft. größer. Oh Gott, das will, kostet ja Das Geld. wächst. Das brauche ich ja was zu essen, meine Güte. Schon klar. Nein, aber es ist trotzdem schön, was die Firma macht. Das ist halt einfach so, ja, wir geben halt auch ein bisschen was zurück. Finde ich eine ganz niedliche Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Katzen sind eigentlich nicht so furchtbare Tiere. Nö, eigentlich nicht. Ihr meint die Persönlichkeit im Gegensatz zu Ich sag mal so, Katze Hunden. oder Freundin, ich entscheide mich für die Katze. Macht zwar genau das Gleiche, ist auch so eine Zicke, aber immerhin, ist niedlicher. Ja, ich hätte gerne eine Katze, aber ich wohne ja leider nicht alleine, um es so vorsichtig zu formulieren. Und leider sind keine Katzen hier erlaubt. Also von daher muss ich da noch ein bisschen warten, bis meine eigene Wohnung da ist. Ja. Aber dann definitiv hole ich eine Wie Katze. gesagt, noch zwei Artikel und so Mikael hat eine Bürokatze. Oder können wir sie zu unserem Maskottchen machen, wollte ich Ist sagen. alles okay? Oh, wir müssen dann die kennt, also ihr kennt doch bestimmt so, wenn die mit so Wollknäuel und so spielen. Und wir haben ja diesen Rolling Sushi als Look und da müssen wir ihr so ein kleines Stofftier davon machen. Dann kann sie sich da so drum. Oh, unsere Klicks Leute, würden so in die Höhe Leute, die schießen mit Katze ist noch nicht da. Katzenbildern. Wir sind hier gerade in der Podcast-Aufnahme. Wir müssen einfach weiterreden. Immerhin haben wir ja jetzt, ich meine, wir haben ja nicht nur heute Brüste als Thema, um Leute anzulocken. Nein, heute haben wir auch Masturbation to go. Okay, Und das noch macht Sinn. Katzen, aber gut. Ja, okay. Also, toll, jetzt wollte ich gerade nur sagen, der war flach, aber egal. Nee, und zwar, es gibt ja in Japan Der war ein flach. sehr aktiver. Ja, danke übrigens, Banks. Einen sehr aktiven Sexspielzeughersteller namens Tenga. Und Tenga ist Ist das bekannt. eigentlich Absicht, dass das nahezu wie Tanga klingt? Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Müsstest du nachfragen. Aber nein, Tenga ist bekannt dafür, sehr skurrile Aktionen hinzulegen. Und die haben sich jetzt halt gedacht, ja, Masturbation to go ist eine schöne Sache und haben jetzt einfach mal Verkaufsautomaten für ihre Vibratoren aufgestellt. Und zwar, also die Automaten sind gar nicht mal das Kurioseste an der ganzen Geschichte, sondern das Kurioseste ist, dass es ein Anleitungsvideo gibt, das man halt vorgeführt bekommt, so wie benutze ich das Ganze denn? Funktioniert übrigens hervorragend. Also die Verkaufsautomaten sind in der Regel sehr schnell leer. Also, ganz ehrlich, das ist sicher nicht der seltsamste Verkaufsautomat in Japan. Das wollte ich erstens sagen. Und zweitens ist Tenga eigentlich dafür bekannt, dass sie sehr, nun ja, sag mal, sehr, sehr, sehr benutzerfreundlich sind. Ich versuche das jetzt so komisch, so gut zu formulieren, dass es nicht komisch klingt. Aber die haben halt Produkte, die sehr ungewöhnlich verpackt sind. Und auch, naja. Es ist halt irgendwie sinnvoll, denen zu zeigen, wie man das macht. Also ich kenne zum Beispiel diese Tenga-Eggs, weil ich das mal irgendwo Werbung gesehen hatte davon. Und die muss man Werbung dann halt. also. Das ist Kim,
Kim, das ist für Männer. Also ich kann das nicht nur zu Ja, woher soll ich das denn wissen? Deswegen, ich wollte ja gerade weitererzählen. Und sie sind halt, die sehen halt wirklich aus wie, ich weiß nicht sagen, wie Überraschungseier, weiße. Und die muss man dann halt auch irgendwie aufdrehen und das dann irgendwie auseinanderbasteln und so. Also nicht von daher Kinderüberraschung, da, Tenka-Überraschung. Was ist nur aus der guten Trucker-Möse geworden? Der was? Das ist. Nein, ich will's, glaube ich, gar nicht. Es ist einfach nur ein Plastikbecher mit einem Schwamm drin. Oh, oh nein. Und ja, ich habe keine Ahnung, wieso ich sowas weiß. Also ich wollte nur sagen, dass das irgendwie für Tenga so ist, dass die halt so Videos und Erklärungen haben und dass es halt irgendwie nicht ungewöhnlich ist, dass es das im Video gibt, meiner Ansicht nach. Aber Herr, also, wie gesagt, ich kenne mich mit dem Produkt nicht aus. Sollte dieser Podcast zufällig von einem Mitarbeiter von Tenga gehört werden, also ihr könnt uns gerne mal so ein kleines Paketchen zusammenstellen, dann würden wir gerne mal drüber berichten. Nein. Das hört sich so an. Die Bürokatze gegen Micha auszutauschen. Aber nur, weil sie programmieren kann, ja? Aber wir können ja nochmal auf diesen Automaten zurückkommen und weniger, also um das drumherum. Es ist ja eigentlich sehr ungewöhnlich, dass es so einen Automaten gibt, weil eigentlich stehen die ja irgendwie relativ versteckt irgendwie so. Und der steht halt wirklich da, ziemlich offen und die Leute können sich da bedienen. Und allein am ersten Tag wurden schon 300 Produkte verkauft. Also das muss man sich mal vorstellen. Das Ding ist nagelneu und zack, schon halb leer. Nee, in dem Fall sogar ganz leer. Ich glaube, das Teil schluckt nur. Es sind ja 6 Automaten insgesamt. Oder 3, nicht. Ich glaube, das waren 6. Das waren insgesamt halt nur 300 Produkte. Die waren komplett leer gekauft. Und das war halt schon sehr faszinierend eigentlich, weil es ist halt so, mittlerweile, oder man denkt immer, Japan ist so offen, was das angeht. Aber nein, das Thema Sexualität wird halt eigentlich eher hinter verschlossenen Türen praktiziert, / auch darüber geredet und so weiter. Und Tenga geht da jetzt halt mal wieder einen ganz, ganz anderen Weg. Und das macht die Sache eigentlich so besonders. Ich finde das auch richtig gut. Also ich finde es überhaupt nicht gesund, Sexualität und so unter den Teppich zu kehren oder das mit einem Schamgefühl zu verbinden. Ich finde es gut, dass da jetzt einige was dagegen tun und versuchen, damit offener umzugehen. Also. Wobei diese Automaten ja eigentlich durch das Schamgefühl entstanden sind, weil die haben die aufgestellt, damit man halt sich mit den Verkäufern nicht auseinandersetzen muss. Ja, aber ich denke mir halt immer so, wenn das mehr ins Alltagsbild gerückt wird, dann wird das ja auch so ein bisschen enttabuisiert. Ja, also ich verstehe, was du meinst. Hey, gut, das wird aber nicht passieren. Nicht in Japan. Nee, das denke ich jetzt auch nicht. Hoffen darf man ja. Natürlich. Und man sollte vielleicht auch für die ganz Flotten unter euch jetzt dazu sagen, diese Dinge haben eine Altersbeschränkung. Das heißt, es kann nur jemand ab 18, ist das in Japan, oder ist es 21? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, ab 21 finde ich mich gar nicht. Ab 21. Das heißt, Minderjährige kommen da auch nicht ran. Das heißt, die ganzen besorgten Bürger müssen da keine Angst haben. Die Produkte sehen übrigens auch mehr aus wie, weiß ich nicht, Saftdosen, Saftflaschen. Thermoskannen, also oder? Ja, so die Dinger, die man in Kaffee-to-go reinfüllt, ne? Genau, also man kann von außen nicht erkennen, um was es sich handelt. Es steht auch nirgendwo drauf. Es steht halt Tenga nur drauf und halt kleingedruckt. Und auch, dass das Anleitungsvideo im Verkaufsraum startet, nur wenn man die Altersverifikation bestanden hat. Also Kinder, um seine Kinder muss man sich da keine Sorgen machen. Die werden das bestimmt nicht sehen und auch nicht verstehen, selbst wenn. Also von daher. Aber ich finde diese Automaten wirklich cool, vor allem, weil ich erst letztes gelesen habe, dass also Verkaufsautomaten für Erwachsene, also die sind meistens ziemlich versteckt. Und eigentlich war ja Japan mal zeitlang bekannt dafür, dass man diese Schmuddelheftchen auch aus solchen Automaten ziehen kann. Und die verschwinden ja mittlerweile auch immer mehr. Also diese Automaten gibt es immer seltener. Hat nicht auch letztens irgendwie das größte von denen oder das älteste Magazin irgendwie gesagt, es wird eingestellt? Eins der beliebtesten war es. Also, ja, und das liegt daran, dass jetzt auch die Konbinis sagen, wir verkaufen die Hefte nicht mehr wegen Kinder. Und so. Dabei sind die eingeschweißt, also Kinder können sich die nicht mehr anbieten. Naja, der hauptsächliche Grund, warum, das hat ja 7-Eleven damals bekannt gegeben, ist ja, weil sie halt eben Touristen kein schlechtes Bild abgeben wollen. Wenn Touristen das nicht kennen würden. Also ich würde mich nicht wundern, warum das also bestimmt. Sind einige nicht ganz uninteressiert, sagen wir es mal so rum. Das sowieso. Aber wie gesagt, das Problem ist jetzt halt auch, dass die Konbinis die jetzt auch rausschmeißen aus dem Sortiment und viele jetzt nicht mehr wissen, wo sie sich die jetzt eigentlich kaufen sollen, bis auf halt online. Und da zeigt Tenga halt jetzt so eigentlich ein ziemlich starkes Zeichen, indem sie halt diesen Automaten dahinstellen und sagen, hey, wir tabuisieren das nicht und ihr könnt das ja euch jederzeit besorgen. Es ist zumindest wieder mal eine nette Aktion, bestimmt auch verkaufsfördernd. Ich meine, Gott, warum nicht, ne?
Na, ich, wie gesagt, ich finde, ich stimme da Kim zu, das ist ja nichts, für was man sich schämen muss. Ich meine, Nein. es ist, wie gesagt, nichts Offensichtliches, es ist halt Und dezent, man muss ja auch mal ganz sieht gut ehrlich sein, aus. gerade wenn in Japan ist es ja nun mal so, dass es sehr schwer ist, eine Beziehung, also einen Partner oder eine Partnerin zu finden. Ja. Und mein Gott, ganz ehrlich, auch Singles haben eine Sexualität. Und wenn sowas dabei hilft, ja Gott, warum denn nicht? Ist Oh. doch völlig, also man muss darüber jetzt nicht reden, aber es ist ja völlig okay. Da hatten wir auch, glaube ich, mal Anfang des Jahres einen sehr interessanten Artikel, dass rauskam, dass Jugendliche überhaupt keine Erfahrung haben, auch nicht mit ihrem eigenen Körper im Prinzip. Und das ist ja eigentlich was, was das fördert, sozusagen, weil, hey, eine Beziehung kann nicht entstehen, wenn keiner eigentlich weiß, wie was funktioniert. Also meiner Ansicht jedenfalls nach. Ich kann mir Ja. halt Deswegen. vorstellen, dass es auch einfach, dass man sich dann vielleicht nicht komplett wohl in seinem Körper fühlt oder halt ja auch so ein Schamgefühl vor eigenem Körper entwickelt. Das halt nicht cool. Seien wir doch mal ehrlich, wie soll denn eine Beziehung funktionieren, wenn man sich selber oder seinen eigenen Körper selber noch nicht mal richtig kennt? Na Das eben, das meine ich kann ja. doch Wie gar soll das nicht klappen. funktionieren? So, und ich meine, das kratzt doch auch am Selbst, also überhaupt so, wenn man Dauersingle ist, also sprich noch nie eine Freundin hatte, weil man einfach keine findet oder wie auch immer, das kratzt doch auch unglaublich am Selbstbewusstsein. Und das kann Das für den Menschen sowieso. nicht gut sein. Also von daher ist das eigentlich, also ich finde, es ist ein guter Weg. Warum nicht? Könnten wir in Deutschland eigentlich auch gerne mal haben. Das wollte ich gerade Gibt es fragen. Wie sowas in findet ihr das denn Deutschland für Deutsch? eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ich denke, dann werden sie wahrscheinlich nicht öffentlich auf. Oh doch, es gibt so im Prinzip sowas, und zwar diese Verkaufsautomaten auf Klos. Kennt ihr die? Ah, werden da nicht nur Kondome und Tampons verkauft? Wollte ich Also doch halt gerade sagen. Tampons Nein, auf bei. ich hatte das mal im Kino. Den gibt es mittlerweile nicht mehr, aber bei uns im lokalen Kino konnte man auch irgendwie anderes Zeug kaufen. Ich Okay, kann mich daran also, nicht mehr so gut erinnern, weil ich das mal als Kind falls gesehen wir einen Hörer habe. haben, der vielleicht eventuell öfters mal auf der Reeperbahn unterwegs ist oder vielleicht sogar da wohnt, er könnte noch mal nachgucken, ob es da so einen Automaten gibt, weil da könnte ich es mir tatsächlich vorstellen. Ich kenne halt so Automaten nur, ich glaube IKEA war das und halt auch mal so Raststätten, IKEA? Autobahnrest, Moment, ja. Moment, stopp. IKEA verkauft Sexspielzeug? Nein, Nein. ich wollte gerade sagen, die halt dann Kondome bzw. Tampons verkaufen, aber halt nicht sowas. Also, Also wenn Leute bei IKEA Verstecken spielen, verstehe ich auch, wieso sie Kondome anbieten. Also just oh. saying. Ohne jetzt Bilder im Kopf zu Es verursachen, könnte aber. gerade, also ich assoziiere IKEA gerade mit ziemlich nervigen Möbel aufbauen, von daher habe ich gerade keine Peilung, was du meinst, aber ich glaube, wir wollen das auch gar nicht weiter erörtern. Nein, ich meinte bloß, es war ja eine ziemlich lange Zeit ein Trend. Es ist, glaube ich, immer noch ein Trend, dass erwachsene Leute sich bei IKEAs treffen und dann da drin Verstecken spielen. Echt jetzt? Ja, es gibt teilweise, glaube ich, sogar in Schweden so eine Nacht dafür, dass die sie dann halt offen haben und dann, dass sie da drin Verstecken spielen können. Das soll super viel Also Spaß machen. Ich stelle mir das auch sehr lustig ich vor, habe nur mal von so eigentlich. ein paar YouTubern gehört, die sich ganz gerne irgendwo anschließen lassen, aber Nein, 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 in Schweden ist es zumindest legal, aber ich glaube, in anderen 4 Jahren hat man mittlerweile darum gebeten, dass man das sein lassen soll, weil es wahrscheinlich ein ziemlicher Albtraum ist, wenn da, weiß ich nicht, die 80-jährige Granny sich gerade irgendeinen Schrank angucken will und dann so ein junger Kerl drin ist und dann macht Buh und so. Also, Schatz, aber lass ja, mal es war mal spielen, lass ein Verstecken spielen, geh los, wir gehen in die IKEA und danach gibt's ein ein. Chapola. Aber ich stelle mir das eigentlich ziemlich lustig vor, in IKEA Versteck zu spielen. Das ist ja eine große Fläche, viele Da, also da Versteckungsmöglichkeiten. ich immer relativ genervt bin, wenn ich im IKEA rumlaufe. Nein. Übrigens, weil wir gerade bei IKEA sind, wusstet ihr eigentlich, dass es genau zwei IKEA-Läden in Japan gibt und beide funktionieren überhaupt nicht? Oh. Ja, das ist jetzt mal so Trivia oder beziehungsweise am Rande. Es ist total lustig, weil es ist zwar teilweise auch durchaus ein bisschen japanisch angehaucht, aber zu sehr noch westlich und das klappt gar nicht. Also die sind gehende Leere generell. Ich frage Ich mich weiß ja, bloß, dass wo es dann so mindestens einen japanische gibt. Studenten hingehen, wenn sie billige Möbel brauchen. Das habe ich auch gehört, dass viele Studenten dahin gehen, weil es halt billige Haushaltswaren gibt. Und ich weiß das auch nur, dass es in IKEA in Japan gibt, weil ich mal so ein Lucky Bag davon gesehen habe. Wo es IKEA nicht alles gibt. Bestimmt fast überall. Bis auf Nordkorea, denke ich mal. Naja, also ganz ehrlich, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Wer Kimi will, dann kriegt Kimi auch billige Möbel. Ich fühle mich gerade irgendwie angesprochen. Entschuldigung. Will denn Kimi billige Möbel haben? Naja, ich habe halt nicht so viel Geld, ne? Also. Ja, das Laien von Studenten, nicht wahr? Aber wir können uns ja wahrscheinlich darauf einigen. Also die Automaten sind cool, vielleicht ein bisschen schräg im ersten Moment, aber wie gesagt, du warst auch so Kim, die gesagt hat, es gibt bestimmt Verrückteres in Japan. Das Ganz gibt's sicher. garantiert. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ich erinnere nur an die Liebesbriefe von der kleinen Schwester.
Oh Die Mann. waren auch interessant. Oder diese komischen Tentakeln. Naja, das macht nochmal ein anderes Fass auf. Das haben wir, das wollte ich eigentlich zulassen, das Fass. Ja, ich habe das ja jetzt auch nicht weiter angesprochen. Okay, auch wenn man, oder mittlerweile viele Leute der Meinung sind, das gibt es nicht, doch, man kann tatsächlich auch Höschen aus Automaten ziehen. Allerdings das tatsächlich nur in bestimmten Ecken und Aber halt, also nicht nicht von, getragen. doch, nein, Okay. doch auch, Ja, diese. Leute, darf ich, danke, doch auch getragen, aber nicht von Schülerinnen. Ja, Also mir war aber so, als wenn ich okay. gelesen hätte, dass das viele Regionen verboten haben, weil das unhygienisch ist. Naja, Also ich weiß nicht, wie. nein, nein, das stimmt schon. Das haben sehr viele Regionen verboten. Es gibt noch vereinzelt Orte, da wird das halt so als Gag im Prinzip. Aber so dieses, das stand überall und so weiter, das gab es ja nie. Die waren ja immer Ja, das nur ist ja relativ Blödsinn. Das eingeschränkt ist. unterwegs. Ja, haben wir noch ein Thema. Ach ja, genau. Noch eine Sache, wo Japan das Deutschland gerade nachmacht. Und zwar möchte Japan die Postzustellung am Samstag einstellen. Und zwar aus dem ganz einfachen Thema, dass die das Problem haben, dass sie einen Arbeitskräftemangel haben. Der ist ja allgemein, macht sich in Japan ja bemerkbar, weil die Menschen werden ja immer älter und die Jüngeren, da gibt es halt nicht ganz so viele. Und deswegen sagen sie halt, okay, ab sofort gibt es dann, oder beziehungsweise ab nächstes Jahr gibt es dann halt eben samstags keine Post mehr, außer Pakete und Einschreiben. Und das war's dann. Kennen wir ja. Weiß jemand, sonntags wird ja auch keine Post geliefert, Nein, ne? nein, sonntags war keine Post Nee. geliefert. Und es ist halt so, dass sie halt auch die Standardlieferzeit für Pakete um einen Tag verlängern wollen, damit man halt weiterhin noch einen Service anbieten kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass jetzt so eine Maßnahme, gerade in einem extremen Serviceland, so eine Maßnahme ergreifen, das lässt schon tief blicken. Das stimmt. Ich finde das eigentlich ganz gut, weil erstens ist es Wochenende am Samstag, da habe ich keinen Bock, irgendwelche Rechnungen zu bekommen, persönlich. Aber nein, wieso nicht, wenn es die Leute entlastet? Ich meine, unsere Post hat hier in Deutschland auch einen massiven Arbeitskräftemangel. Das sieht man ja, dass die Paketboten auch total überfordert sind, meistens. Und ja, also ich finde das eine gute Entscheidung. Vor allem, weil es halt wirklich die Hauptpost ist und nicht irgendein kleines privates Unternehmen. Und warum denn nicht? Ich meine, es hat ja keiner einen Schaden davon. Die wichtigen Briefe werden ja, also einschreiben, werden ja trotzdem verschickt. Auch Pakete. Ja, also von daher, wie gesagt, warum denn nicht? Ich sehe darin keinen Schaden für jemanden. Was ich ganz nett finde, ist, dass die japanische Post dafür eben überlegt, ob sie die Gebühren für Expresspost als Gegenleistung um 10% senken. Das wäre eigentlich zumindest so ein, ich finde das sehr entgegenkommend dann gegenüber den Kunden. Vor allen Dingen, weil sie halt, ich meine, sie machen das ja jetzt nicht aus Spaß oder damit die Mitarbeiter mehr Urlaub machen können, sondern weil sie ja wirklich nicht genug Mitarbeiter haben. Und dann finde ich es sehr zu entgegenkommend, noch zu sagen, so, wir haben schon Arbeitskräftemangel, aber wir versuchen noch irgendwie das so ein bisschen abzufedern. Ja, das könnte unsere Post ja auch mal tun, weil die denken ja momentan darüber nach, dass halt auch montags nicht mehr ausgeliefert wird. Aber bei uns wird halt nichts reduziert im Preis, sondern ja, wir kriegen ja Zollungsporto. Ja. Ach ja, jedes Jahr dasselbe. Also mittlerweile bin ich verzweifelt bei Briefmarken. Ich muss ständig neue Briefmarken kaufen, weil die nicht ausreichen für meine Briefe. Das verstehe ich nämlich auch nicht. Also ich verstehe ja, dass das irgendwie finanziell auch schwierig ist, wenn man halt das Personal dafür nicht hat und so. Aber dann sollte man das doch wirklich an anderer Stelle einsparen und statt sagen, hey, wir scheffeln mehr Kohle, damit wir mehr Überstunden bezahlen können, können wir doch einfach sagen, hey, wir lassen die Leute einfach weniger Überstunden machen. Ganz einfach. Ich meine, letztendlich denke ich auch nicht, dass das auf Dauer gut fürs Geschäft sein kann, wenn es immer teurer wird. Und das verschlimmert das Problem dann ja eher, statt es zu lösen. Das sowieso. Also von daher verstehe ich das nicht, wieso man es in die Richtung macht. Ich glaube, es würde, glaube ich, kaum jemanden stören, wenn man halt Samstag keine Post kriegt, Also oder? ganz Also ehrlich, mich persönlich stört es nicht. ich finde das toll. Mal keine Mahnung, keine Rechnung. Super Hier Sache. habe ich ja gesagt, das ist Wochenende, da will ich keine Nee, Rechnung ich auch haben. nicht. Die kriege ich erst am Um Montag dann. Montag können Sie gerne auch auslassen, habe ich auch kein Problem mit. Nein, aber es ist halt so, also in Japan merkt man halt eben, es ist immer noch serviceorientiert. Bei uns in Deutschland merkt man halt eben, die Leute kennen keine E-Mails anscheinend, jedenfalls nicht bei der Post. Wenn das halt auch die Leute entlastet, finde ich das natürlich auch eine ziemlich gute Sache. Ja. Ich fand ja bei der japanischen Post, also ich finde ja irgendwie diesen Service ziemlich cool. Die haben ja auch diese kleinen Liefermotorräder. Also das ist zum Beispiel auch großes Plus. Das habe ich in Deutschland, glaube ich, noch nie gesehen, dass Post per Moped ausgeliefert wird.
Stattdessen muss unsere arme Postfrau voll beladen mit ihrem kleinen Rad hier immer langfahren. Die tut mir immer mega leid. Unser hat mittlerweile Und Elektrorad. das ist schon mal wenigstens etwas, Ja, finde ich auch quasi, wie cool. lange die bei uns brauchen. Aber ich finde das halt cool. Und die verteilen ja immer, es gibt ja diese Neujahrspost. Die wird ja immer, glaube ich, direkt am 1. ausgeliefert. Ich weiß nicht. Also das wird ja gesammelt und die Karten werden gleich am 1. ausgeliefert für die erste Post des Neujahrs. Und das wird ja richtig groß gefeiert. Da stehen die ja da und dann gibt es halt Teiggutfrommeln, dann wird eine Rede gehalten und applaudiert. Ich finde das immer Und der super cool. Ich Postmann gucke. bekommt dann auch jedes Jahr was. Ja, aber ich find diese Also Videos immer super cool, wenn die dann allgemein ist als es ja Kolonne so, rausfahren und es wird gewunken also und. wir müssen ja mal ehrlich sein, wenn wir das jetzt hier so mit der Post sehen, ich verstehe mich auch sehr gut mit meinem Briefträger, das ist ein ganz, ganz netter Mensch, er hört uns übrigens sogar, deswegen ne, Props an meinen Briefträger. Vielen Hallo, Dank, Briefträger von Lüchers. vielen Dank für die letzte Rechnung. Nein, aber es ist ein ganz, ganz lieber Mensch und also er ist auch, glaube ich, Postausträger mit Leib und Seele, muss man ganz ehrlich sagen. Aber bei vielen ist es so, die werden hier in Deutschland halt sehr respektlos behandelt. Jetzt nicht nur vom Arbeitgeber, sondern tatsächlich ja auch von den Leuten, die halt eben die Post kriegen. Oder man muss auch mal ganz ehrlich Ja. sein, nicht jeder Paketbote ist schlecht. Nee, manche werden auch einfach wirklich scheiße behandelt. Und auch da sieht man dann halt wieder Japan, juhu, serviceorientiert, weil da werden die da also teilweise sogar, ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr zuvorkommend behandelt. Das ist halt auch immer sehr schön zu Ja. sehen. Gut, ich muss auch sagen, dadurch, dass es ja keine geregelten Hausnummern in Japan gibt, stelle ich mir das allgemein verdammt schwer vor, da einen Brief überhaupt auszutragen. Ich glaube, ich würde mich da so gnadenlos verlaufen. Ich habe mich auch mal gnadenlos verlaufen, als ich eine Adresse gesucht habe. Es war sehr spaßig. Ja, liebe Kinder, es gab eine Zeit ohne Google Maps. Nein, aber da merkt man halt so diesen krassen Unterschied, weil wir verlangen halt Leistungen und oder erwarten diese Leistung halt einfach. Und wenn wir sie nicht kriegen, dann drehen wir halt alle am Rad. Aber in Japan ist halt so, da wird dann halt auch wirklich was für diese Leistung getan, dass sie halt da ankommt. Und das ist eigentlich schön zu sehen, finde ich. Könnten wir uns Ich eine ganz große Scheibe von abschneiden. denke, was viele Deutschen total vergessen, ist, dass die Paketboten ja nicht alle 5 Minuten, 10 Minuten Rast einlegen, sondern die haben ja oftmals richtig, richtig überfüllte Auslieferungspläne und einfach eigentlich keine Zeit für gar nichts so. Und ich habe trotzdem viele, die mir das dann hoch in den zweiten Stock bringen, wenn es ein schweres Paket ist. Und mein Gott, wenn es dann mal am nächsten Tag ausgeliefert wird oder wenn man, gibt ja auch Pakete, wo man dann so eine bestimmte Uhrzeit angeben kann, wenn es halt ein bisschen später wird, kann ärgerlich sein, aber da können halt die Paketboten oftmals nichts für. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag auch unser Paketboten hier, der immer artig die 3 Etagen zum Büro hochrennt und uns den Paket in die Hand drückt. Also der Hauptpaketbote, seine Kollegen sind irgendwie ein bisschen komisch, da müssen wir die Pakete suchen. Aber nein, der ist eigentlich immer ganz nett. Und grundsätzlich bei uns kriegen die Leute auch immer was, weil wenn sie hier hochrennen, ganz, nee, das möchte man keinen antun. Und dann im Sommer gibt es halt immer ein Getränk oder es gibt mal Trinkgeld oder wie auch immer. Weil ich finde, dafür kann man dann ruhig auch mal Dankbarkeit zeigen in meinen Augen. Wie Ja, gesagt, unsere Treppe hier ist wirklich Horror. Also wir laden gerne jeden mal ein ins Büro. Viel Spaß bei, wenn ihr die Treppe schafft. also ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also wir haben wunderbar nette Postfrauen und Herren bei uns, auch teilweise schon sehr alte Leute, die das schon ihr ganzes Leben im Prinzip machen. Paketboten sind sowieso immer sehr nett und freundlich. Wir versuchen dann natürlich auch im Sommer mal ein Glas Wasser oder so anzubieten. Meistens wollen sie es aber gar nicht nehmen, weil sie halt nicht die Zeit haben für eine Toilettenpause oder so, was ich irgendwie schon ziemlich traurig finde. Und ich finde auch, dass in Japan solche Leute in solchen Branchen einfach einen ganz anderen Status haben, in Postboten und auch Müllermänner in Japan. Die werden einfach ganz anders behandelt. Das sind richtige Respektspersonen für die Leute, weil hey, der bringt die Post, der mal räumt meinen Dreck weg. Ich kann dafür dankbar sein. Und hier in Deutschland, da bist du nur am Wettern. Gut, da Natürlich, muss ich ich hatte auch zugeben, schon. ich finde das auch nicht gerade witzig. Also, dass wenn der Müllmann hier bimmelt und das ist 7 Uhr morgens, dann wird aus dem Bett gerissen und wird dann einfach nur so einmal hochgebrüllt. Müll! Da bin ich dann ganz ehrlich, dann denke ich mir manchmal auch, oh Gott, ey, ich könnte ich. Ja, also ich wollte auch sagen, wir hatten auch halt schon Fälle, dass praktisch mein Paket dann irgendwie in der Papiertonne lag, weil man keine Lust hatte, bei mir zu klingeln. Aber auch wenn ich das in einer Hinsicht ärgerlich finde, habe ich da tatsächlich auch ein bisschen Verständnis dafür, weil manchmal diese Paketboten, auch vor allem Amazon-Leute, die haben einen massiven Zeitplan Ja. und den müssen sie einhalten. Und die haben manchmal wirklich nur 3 Sekunden Zeit, ein Paket abzugeben. Wie sollen die das machen? Und stattdessen die dann sagen, hey, wir machen jetzt 1 Stunde oder 2 Stunden Überstunden, weil wir dann halt auf die Leute warten, kann ich das tatsächlich verstehen, dass sie das dann einfach nur
Klingeln hinstellen, ja, weggehen, aber so wie man, meist, wie man naja, das halt in Amerika meistens auch macht. ich muss ganz Oder ehrlich, dass man es halt einfach beim Nachbarn abgibt. Also, also da muss ich ganz ehrlich sagen, das kommt aber auch auf den Typ drauf an. Manche sind einfach nur stockfaul. Ich hatte letztens den Das natürlich. Fall, da habe ich dann nach ein bisschen hin und her telefonieren, weil keiner wusste, wo mein Paket war. Da hieß es dann, das wurde in der Poststelle unserer Firma abgegeben. Das ist super, aber Subika besitzt keine Poststelle. Das war dann unser Nachbar, der sich da übrigens wahnsinnig drüber gefreut hat, weil da kommen jetzt gerade alle Pakete hin, die nicht von unseren Hauptpostboten ausgeliefert werden, Haupt-DHL-Boten. Der ist mittlerweile schon sehr genervt und das kann ich auch ehrlich gesagt nachvollziehen. Gut, er wohnt im Erdgeschoss. Ich meine, da ist er selber schuld, aber trotzdem, das muss einfach nicht sein. Ja, Und natürlich. Also schwarze Schafe geht es immer. Ich möchte jetzt da auch nicht jeden verteidigen, aber manchmal habe ich tatsächlich Verständnis dafür, wenn das dann halt doch irgendwie ja, beim Nachbar natürlich. gelandet ist oder so, weil die Leute stehen wirklich unter massivem Stress. Und deswegen auch an die Post, Deutsche Post, verstehe ich nicht, wieso sie einfach nur die Preise erhöhen, statt zu sagen, hey, wir entlasten die Leute ein bisschen und Also wir versuchen auch den Beruf attraktiver zu allgemein kann machen. man zwei Sachen sagen. Das erste, Leute, wartet gefälligst auf ein Paket, bis es da ist und kriegt keinen Ratter, wenn es nicht am nächsten Tag gleich kommt. Auch bei Amazon Prime ist halt so, mein Gott, Vorfreude ist die schönste Freude. Liebe Post, ihr könntet tatsächlich eure Angestellten oder überhaupt liebe Lieferdienste, bezahlt eure Angestellten gefälligst mal vernünftig, weil, sorry, aber wenn das nicht funktioniert und die Kunden verärgert sind, ja, tut mir leid, aber ihr habt dann Schuld und kein anderer. Und vor allen Dingen behandelt doch bitte eure Auslieferer einfach mal mit ein bisschen Respekt. Dann klappt das in der Regel auch mit der Auslieferung. Amen. So, und damit würde ich Genau. sagen, sind wir dann auch schon durch für heute, nachdem wir jetzt auch das Wort zum Sonntag hatten. Haha! ja. Haben wir noch ein Ist doch ein Thema? schöner Abschluss. Nö, eigentlich Nö? nicht mehr, Ja, oder? dann sind wir doch Nö. durch. Das ist doch wunderbar. Perfekt. Dann bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als euch eine schöne Woche zu wünschen und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Natürlich Bis wieder nächste mit Woche. garantiert ein Südkorea-Thema in jedem Podcast. Und dann hast du auch dein Glas dabei, dann klimpert das immer so schön. Wehe, wenn nicht. Gott. Ja, Wehe, wenn ich nicht. besorge mein Glas. Mag jemand saure Gurken? Nope. Nee. Ja, ich muss irgendwie ein Glas kaufen. Okay, Nur also ein das nächste. Brennglas. Keine Das, alte das, das, Tasse? nein? Ich habe erst. Wir hatten ja einen leichten Zusammenbruch der Regale. Seitdem haben wir dann erstmal alles neu gekauft. Autsch. Hast nicht mehr alle Tassen im Schrank. Die habe ich Oh. sowieso nicht im Schrank. Das ist jetzt nichts Neues. Also, pff. Okay, Zeit aufzuhören. Ja, es ist So Zeit den aufzuhören. schlechten Wortwitz am Ende hatten wir auch schon. Also Jo, das Bullshit-Bingo dann, ist damit tschüss. erledigt. Deswegen bis nächste Woche und weitere spannende Themen natürlich auf subikai.com. Tschüss! Tschüss. Ciao, ciao.